Gekommen sind. Bert Fidel ist auch nicht um die Ecke und es gibt ganz viele Parallelveranstaltungen. Das ist immer das Gleiche im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus. Daher freue ich mich, dass dort so viele den Weg gefunden haben. Vor allem auch sehr gut gemischt. Viele Migrantinnen und Migranten aus der Lehrerschaft, ehemalige Leiter, aktuelle und hier die tollen kulturellen Highlights aus Hildrup. Toll, toll. Und vielen Dank auch, Lothar, dass du auch gekommen bist. Ja, das heutige Thema, es geht um Rassismus gegen Roma oder Romania. Ich hoffe, ich... Elvira, wenn ich das falsch... Ne, dann meldest du dich sofort. Genau. Das Thema Rassismus gegenüber Roma kennen wir natürlich. Das hat einen historischen Hintergrund während der Nazizeit, aber auch nach 1945 sind Menschen, Roma-Menschen tatsächlich immer ein Fokus von rassistischen Ausgrenzungen gewesen und heute noch. Wir wollen ein bisschen lösungsorientiert sein. Was kann eine Schule dagegen tun? Wie kann eine Schule damit umgehen? Und wir haben in Münster eben die Primo-Schule, die sehr lange mit Menschen, die aus dem Ex-Jugoslawien gekommen sind, Roma tatsächlich, die gemeinsam in diesem Punkt, ich glaube, sehr, sehr, sehr gut, sehr lösungsorientiert angegangen sind. Was erwartet uns nachher? Maria Salinas, die Vorsitzende des Integrationsrates, wird ein Grußwort an uns ein Grußwort richten und danach haben wir ein Podium mit Dr. Reinhard Stehling, das ist der langjährige Leiter der Primo-Schule. Und jemand, der dort auch 33 Jahre insgesamt gelehrt hat. 30 Jahre, drei Jahrzehnte. Und jemand, der jetzt im verdienten Unruhestand ist. Verdienten Unruhestand. Ja, ich bin auch sehr froh, dass wir Elvira gewinnen konnten. Das war auch sehr witzig. Ich kenne den Ehemann von Elvira seit ein paar Jahren und wir haben uns zufällig getroffen. Sie ist eine Roma-Aktivistin, auch im Bereich der Schule, in allen insbesondere, habe ich mir sagen lassen. Und wir sind auch sehr gespannt auf die Erfahrungen und natürlich auch nochmal dann den Austausch dazu. Und natürlich Barbara Wenders, eine Lehrerin, die auch, wie viele Jahrzehnte an der Schule war? Knapp 2. Genau, okay. Also 20 Jahre. Wir merken, da ist viel Leidenschaft, viel Erfahrung dahinter. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt auf die Ergebnisse danach. So, jetzt genug aber der Vorworte. Maria Salinas, die Vorsitzende des Integrationsrates, ist nicht so lange dabei. Zeitlich, periodisch gesehen, aber vom Gefühl her, vom Verständnis her, habe ich das Gefühl, dass sie auch mindestens 2 Jahrzehnte dabei ist. Es ist toll, dass du sehr schnell angekommen bist, sehr schnell die Themen erfasst hast und dich wirklich einbringst mit allem, was du hast. Aber wir freuen uns auf dein Gespräch. Ja, gracias, Jorgos. Ja, wir feiern jetzt die Woche gegen den Rassismus. Das ist dann das dritte Mal, dass ich ja als Vorsitzende dabei sein darf. Und in diesem Jahr haben wir uns vorgenommen, anders darzustellen. Und zwar rauszugehen. Dass wir auch diverse und verschiedene Angebote haben, dass wir uns öffnen auf das Thema Rassismus, was uns dann jeden Tag trifft. Und es hat mich total gefreut zu hören, dass eine Schule macht eine Veranstaltung. Und zwar gerade mit einem Thema, das kaum angesprochen wird. Manchmal, wenn wir die allgemeinen Menschenrechte durchlesen, dann glauben wir, wow, das wäre wirklich super. Aber in unserem Alltag, vor allem wenn wir migriert sind oder auch hier geboren sind, mit der falschen Hautfarbe, das falsche Aussehen, dann werden die Menschenrechte eine Utopie, und zwar in unserem Alltag.
weil wir auch vielleicht auch die falsche Akzent haben. Und das ist eine Realität, dass wir dann immer wieder sehen müssen. Deswegen ist die Aufgabe der Woche gegen den Rassismus, darüber zu sprechen. Weil wer Rassismus erfahren hat, weiß, dass Rassismus richtig wehtut. Rassismus macht krank. Der macht aus Menschen, der nimmt unsere Menschenwürde weg. Und manchmal weiß man nicht genau, dass man rassistisch agiert. Deswegen finde ich, es gibt Aspekte, die total wichtig sind. Das erste ist erkennen. Erkennen und akzeptieren, dass Rassismus gibt. Der zweite Schritt ist sehen zu wollen. Ich erkenne, aber ich sehe das. Ich bin dazu bereit, das zu sehen. Das Akzeptieren. Ein sehr schwerer Punkt ist das auch zu verstehen, was das ist. Und wann trifft Rassismus an wem? Dass es nicht nur ein leeres Wort ist. Und der wichtige, richtige Schritt ist, Mut zu haben und dagegen zu agieren. Und das ist total schwierig, auch für weiße Menschen, weil auf diesem Weg erkennt man, oh, vielleicht habe ich mich falsch verhalten. Vielleicht ist mein Agieren tatsächlich noch kolonialistisch. Auch wenn ich es gut meine. Und das tut wiederum die Menschen, die versuchen gut zu machen, auch weh. Also man muss das erkennen, man muss in diesem Prozess. Und ich sehe, dass die Schule als erstes dann auch alle Schritte schon gegangen ist. Zu einem habt ihr das erkannt, da wolltet ihr das auch sehen, ihr habt das nicht weggeguckt. Und das ist für die Kinder, für die Familien der Kinder absolut wichtig. Wir haben hier eine Vorleserin, die dann auch in der Muttersprache für die Kinder liest, diese Vorbilder habt ihr euch zu der Schule mitgebracht. Ich war so stolz und so glücklich, dass ich sie dann kennengelernt habe in einer Veranstaltung, weil wir auch können. Wir haben auch einen Kopf. Und ich danke euch für den Mut, das Thema einzugehen und darüber zu sprechen. Es ist wichtig, die Partizipation der Betroffenen. Es ist wichtig, die Sichtbarkeit in unsere Gesellschaft mitzubringen. Und damit tut ihr das. Ich bedanke mich bei euch im Namen des Integrationsrates, im Namen der migrantischen Community für diese Veranstaltung. Also der Integrationsrat ist ein willkommener Kooperationspartner, ich glaube, in allen Projekten. Die Primo-Schule macht, ich will an den Ausländerbeirat erinnern, als es noch keine Primo-Schule gab und als die ersten Ideen kamen von du und Baba in den damaligen Ausländerbeirat des Pirus Marinos uns besucht hat und eben die Idee. Die Primo-Schule, alle kennen sie, aber ich will doch zwei Worte sagen. Ich glaube, die Primo-Schule ist ein gutes Modell, ein Modell, das viele Lösungen bereit hat für unsere Schulprobleme. Ich bin mir sicher, jede Hauptschule kann weg und an der Stelle einer Hauptschule kann eine Primo-Schule kommen. Das ist meine politische Überzeugung. Ich werde auch versuchen, da zumindest in Münster auf Ratsebene diesen Weg zu begehen. Wir fangen an, Gespräche mit verschiedenen, mit der Ratsmehrheit, da sind immerhin die Grünen das auch unterstützen. Ich glaube, das muss. Weil wir haben ein praktisches Beispiel, das ist zwar immer noch Modellschule, aber es ist ein Beispiel, das zeigt, wie es geht. Und wie geht es? Es geht nicht ohne Migrantinnen und Migranten. Und deshalb sage ich nochmal ganz herzliche Grüße, ganz schön, dass auch hier seid, Jahan, Mola, Sam ist gerade gekommen. Ohne die Migrantinnen und Migranten wäre dieses Modell unmöglich. Insofern wollte ich das nochmal erwähnen. Es gibt eine tolle Kooperation auf Augenhöhe in Topo-Schule. Und das ist etwas, was wir auch ausbauen können. Und ich hoffe, dass Reinhard uns da auch nochmal einiges gleich erzählen kann zu der Präsentation und vielleicht auch nochmal inhaltlich. Auf diesen Vortrag habe ich mich selbst sehr gefreut, weil ich bei den Vorbereitungen dazu so viel entdeckt habe, wo ich gemerkt habe, ich muss eigentlich viel mehr noch darüber wissen. Obwohl wir schon seit 1997 in dieser Schule mit Kindern aus dem Kosovo hier gearbeitet haben, eine Phase lang ein Drittel unserer Schüler, einer gesamten Schule, waren aus dem Kosovo. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich jetzt hier die erste Lehrerin nochmal begrüßen kann,
Frau Lechler, die damals hier an der Schule die allererste Gruppe gemacht hat, geleitet hat als Lehrerin. Und dann nach 2 Jahren, glaube ich, oder wie lange warst du hier? Ein Jahr warst du hier. Ging es dann weiter. Danach kam Frau Westermann mit der Gruppe, die wohnt übrigens in der Trautmannshofstraße zu der Zeit. Alle, die Roma-Familien in einem sogenannten Obdachlosenviertel. Und dann kamen Frau Kestermann und Barbara, die ihr habt zusammen die Gruppe weitergeleitet. Ja. Kannst du vielleicht kurz? Ja, ganz kurz. Ich war natürlich neidisch, weil du, glaube ich, die Sprache konntest. Serbisch-Kroatisch, ich konnte das gar nicht. Aber wir haben zusammen, du gingst weg, ich kam und Frau Kestermann und ich hatten die sogenannte Schmetterlingsgruppe. Das war anfangs noch so. Das waren Kinder, die schwerst traumatisiert waren, die fürchterliche Erfahrungen hinter sich hatten. Und die haben wir erstmal versucht zu beruhigen. Da haben wir einige Jahre für gebraucht. Und dann kam eines Tages der Zeitpunkt, da war das nicht mehr nötig. Da waren die in jeder Klasse verteilt. Und die Elternarbeit wurde aufgebaut. Man darf ja nicht vergessen, dass zu der Zeit, Anfang 2000, es gar keine Schulpflicht für diese Kinder gab. Das war ja schon die erste Diskriminierung. Damit fing es an. Damit fing es an. Und dann haben wir es geschafft, dank Wir haben ganz klar gesagt, hier gibt es keine Kinder, die nicht schulpflichtig sind. Jedes Kind hat ein Recht auf Schule. Also sind wir in die Familien reingegangen und es gab auch gar keine Eltern, die gesagt hätten, ich will mein Kind nicht in der Schule haben. Das waren aber schon die ersten Vorurteile. Da hieß es ja, die Roma, die wollen bestimmt nicht in die Schule. Die sind froh, wenn sie ihre Kinder zu Hause haben. Das war überhaupt nicht so. Ja, wir konnten kaum ein Wort. Du warst dabei, von der AWO waren auch noch sprachlich, die auch das übersetzen konnten. Wir konnten uns ja sonst gar nicht verstehen. Kannst du dich erinnern? Sozialarbeiterin da auf jeden Fall. Ja, ne? Richtig. Und ich habe wieder auch einen Dolmetscher. Ja. Aber also mit dem Serbo-Kroatisch kam ich ja auch nicht so weit, nee. Ne? Denn Romanes sprach ich ja nicht. Ja, War jetzt auch nur so eine Brücke. Genau. Ein bisschen weiter halt, aber auch nicht hundertprozentig. Sehr schön. Also, das nur so vorweg. Und dann Frau Awasi möchte ich unbedingt erwähnen, weil damals, als wir so einige Jahre schon Erfahrungen hatten und die Kinder auch integriert hatten, da waren sie zu uns gekommen mit ihrem Sean. Und Sean war bei uns in einer ganz regulären Klasse, soweit ich mich erinnern kann. Genau. Wir hatten da schon nicht mehr die Schmetterlingsklasse. Ne? Genau. Und das war um 2006 oder? Ich glaube, ja. Ungefähr? Ja, der war 2006, 2007. Könnte sein, ne? Ungefähr die Zeit. Und jetzt freue ich mich natürlich, dass wir jetzt hier zusammenstehen und heute ein bisschen was erzählen können. Ich verstehe mich so als ein Mensch, der davon viel Erfahrung in schulischer Hinsicht hat. Und Sie verstehen sich eher so als eine Roma-Aktivistin, die auch jetzt, inzwischen sind Sie in Aalen, aktiv in mehreren Schulen, Elternberatung und so weiter, da werden wir gleich noch was hören. Und auch Fragen speziell zur Roma-Community uns vielleicht ein bisschen näher bringen. Alles davon, wo wir oftmals auch gar nicht viel von wissen. So, also ich bin da jetzt hier nicht, stelle mich hier nicht als Expertin, sondern ich kenne mich aus darin, wie wir hier mit Kindern gearbeitet haben. Ich kenne mich aber nicht so in der Kultur aus. Da bin ich froh, dass wir das hier zusammen machen. Und jetzt auch mein Standpunkt hier als Schulleiter, ehemaliger Schulleiter, jetzt mein Nachfolger Christian Möwes, ist auch schon ewige Zeiten hier bei uns an der Schule. Und wir haben immer im gleichen Sinne gearbeitet. Deswegen bin ich so froh, dass er dann zugefasst hat und gesagt hat, den Posten, den könnte ich übernehmen. Und das ist jetzt erst ein halbes Jahr. Sozusagen, ja. Und ich bin schon wieder gut erholt. Deswegen komme ich hier heute Abend. Ich wollte nur sagen, es geht bei unserer Arbeit nicht nur um Roma. Und das deswegen das vorab, weil das Thema ja Roma heißt, in der Rassismus gegen Roma. Wir haben, nachdem ich mal nachgedacht habe, welche Kinder wir in dieser Schule haben, habe ich festgestellt, dass
ein großer Teil, ich würde mal sagen 70% unserer Schüler würden im Hitlerfaschismus dem Tode geweiht sein. Ungefähr 70% unserer Schüler würden überhaupt nicht mehr leben. Das liegt daran, wir müssten uns genau angucken, welche Menschen sind bei uns an der Schule. Ich habe mir das mal kurz notiert, um das nochmal klar zu machen. Einmal politisch Verfeuchte, die aus einem anderen Land zu uns gekommen sind, aus dem Iran. Jahan Shahi Bapur zum Beispiel. Du hast bei uns 4 Kinder in der Schule gehabt. Und ich bin total dankbar, dass wir in Kontakt geblieben sind und ich ganz, ganz viel lernen konnte von dir. Wir haben Familien aus der Türkei, verfolgte Kurden. Wir haben Menschen, die wirklich vor dem im Land selbst gefoltert wurden, dann hier hingekommen sind und hier erstmal in der Tradition dessen, die Nazis hätten all die Menschen umgebracht, weil sie Kommunisten, weil sie Sozialdemokraten, weil sie was weiß ich auch immer waren, also Antifaschisten waren. Diese Menschen sind hier. Ich kann das genauso sagen, nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel, Homosexuelle. Wir haben ja nach dem Paragraf 175 strafbar, bis 94 strafbar, Homosexualität. Ja? Die wurden in der Nazi-Zeit verfolgt, ins KZ gebracht und nachdem die Nazis beseitigt waren und die befreit waren, wurden die dann bereits wieder sofort ins Gefängnis gesetzt. Im befreiten Deutschland. Also es gab welche, die aus dem KZ direkt ins Gefängnis weitergegangen sind. Ich sage das deswegen hier, weil wir in dieser Tradition stehen. Auch in den letzten Jahren sind jetzt hier homosexuelle Eltern zu uns gekommen. Ich sage ein anderes Beispiel. Die Gastarbeiter, die sogenannten Gastarbeiter. Jetzt denke ich besonders an Molla Demirel aus der Türkei. Du hast ganz viel dazu beigetragen, zu verstehen, was Gastarbeiter eigentlich bedeutet oder was die für unsere Schule für einen Gewinn hatten. In den 70er Jahren kamen hier aus Jugoslawien zum Beispiel nach Berg Fidel viele Gastarbeiter, davon waren die Hälfte Roma schon damals. Die aber wurden da eigentlich nicht als Roma tituliert, soweit ich weiß. Das müssen wir gleich noch mal ein bisschen genauer erklären. Dann in der Nazi-Zeit, das waren Länder, die von den Nazis besetzt waren, Griechenland, Spanien, wenn man an den Bürgerkrieg denkt, alles Menschen, die dem Tode geweiht waren. Ja, Menschen, die nichts hier zu suchen hatten, die aus der Sicht der unserer Vorfahren hier nicht hingehören. Juden, auch das Thema Juden, selbst mir ist es nicht, als ich hierhin kam, 92, nicht richtig aufgefallen. In den 90er Jahren kamen Aussiedler zu uns. Die meldeten sich dann bei der Anmeldung als evangelisch an. Es waren aber viele Juden. Ja, die gingen in die Synagoge und erst dann haben wir gemerkt, aha, das traut sich keiner zu sagen, dass er Jude ist. Noch heute. Was die slawischen Untermenschen, die auch bei den Aussiedlern waren, die sogenannten slawischen Untermenschen aus Polen und wo auch immer, das waren Menschen, die hier natürlich im großen Stil vernichtet werden sollten, also als komplett vernichtet werden sollten. Auch hier ganz viele Menschen, ich nenne nur Arbeitslose, die wurden damals beschimpft als Arbeitsscheue, Asoziale, Nutzlose, Esser, Berufsverbrecher, alles Worte aus der Nazi-Zeit, die wir hier noch heute hören können. Arbeitslose, nutzlos und unerziehbar, da könnte man viel drüber sagen. Dann nur der Bereich der Kinder, die Behinderungen haben, geistige Behinderungen, Körperbehinderte. Ein großes Feld der Nazi-Verbrechen, reihenweise umgebracht und reihenweise programmatisch vernichtet. Alles Menschen, die wir hier heute in unserer Schule haben, damals wurde gesagt, unwertes Leben. Das Wort unwertes Leben ist ein ganz standarddeutscher Spezialausdruck. Unwertes Leben. Alles das, deswegen rede ich jetzt hier nicht nur von dem Völkermord gegen die Roma,
Das war ein programmatischer Völkermord, genau wie gegen die Juden. Ein programmatisches Vernichten einer Menschengruppe, die gesucht wurde, und dazu werde ich gleich kommen, wie das gemacht wurde. Und deswegen finde ich es so spannend und es hat mich auch fasziniert, zurückzugucken in die Nazizeit, wie das gemacht wurde und wie dann die Nazi-Verbrecher in den anschließenden Jahren hier in Deutschland wunderbar in die höchsten Posten hinaufsteigen konnten. Ich habe ein Beispiel dabei. Und man wird es kaum glauben. Kriegsflüchtlinge haben wir hier immer gehabt an dieser Schule. Vietnam, Libanon, Afghanistan, Syrien, Irak, afrikanische Länder und so weiter und so fort. Chile, überall verfolgte Kriegsflüchtlinge, die dem Rassismus ausgesetzt waren. Heute noch haben Schwarze Untersuchungen der Mitte-Studie, Schwarze fühlen sich zu 70-80% diskriminiert in Deutschland und Muslims haben zu etwa 20% negative Erfahrungen mit so als minderwertige Religion oder als was weiß ich betrachtet zu werden. Also diese ganze Geschichte der sogenannten minderwertigen Rassen hat System. Und den Sprung, den ich versuche heute hier zu machen, ist zu zeigen, dass wir das, was wir heute in diesem Land haben, das System dieser Schulen, das Schulsystem, aus dem heraus stammt, was ich gerade genannt habe. Es ist eine gerade Linie. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Wir werden ja gleich nochmal darauf zurückkommen, das deutlich zu machen. Das erschließt sich nicht jedem von selbst. So viel kann ich nur sagen. Dieses ist ein sehr lesenswertes Buch, Perspektivwechsel, Bericht der unabhängigen Kommission Antiziganismus. In diesem Buch wird von dieser systematischen und organisierten Unterminierung rechtsstaatlicher Strukturen in Deutschland geredet. Das ist vom Innenministerium, also selbst vor. Eine systematische und organisierte Unterminierung rechtsstaatlicher Strukturen, so wörtlich hier drin. Ja, also es werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Rosalines hat es ja eben gesagt, es werden hier wirklich Menschenrechte mit Füßen getreten. Hier in diesem Land. Und zwar systematisch und auch sehr gut verdeckt, dass man das eigentlich nicht permanent vor der Nase hat. Unsere Schule hat wir sind Schule von 1 bis 10, dazu sage ich kurz noch was gleich. Ich will nur kurz uns vorstellen, 20% unserer Kinder haben sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf, 60-70% Migrationsvorgeschichte, der größte Teil lebt in Armut. Die Vorgeschichte in den 70er Jahren wurde diese Grundschule Bergfidel gegründet und ab 1997 kamen Geflüchtete aus dem Kosovo, darüber haben wir eben schon geredet, 2004 ist ein Drittel unserer Kinder geflüchtete Romja. Ab 2014 haben wir es dann geschafft, unsere Schule zu einer Primo-Schule zu machen, die dann bis zum 10. Schuljahr geht, Primar und Sekundar, daher kommt das Wort. Wenn immer welche wissen, wie kommt denn das Wort, seid ihr besonders gut? Nein, wir haben Primar und Sekundar zusammengelegt. Und wir sagen, wir sind eine Schule ohne Schulversagen und darauf bin ich sehr stolz, weil wir eigentlich dafür sorgen, dass hier jeder zu Erfolgen kommt. Das bedeutet automatisch, wir sind eine Schule der Solidarität mit all denen, die ich eben genannt habe und denen, die in der Nazi-Zeit hätten vernichtet werden können. Und also sind wir im Grunde in der Tradition des Antifaschismus. Wir sind eine Schule, die hier im Widerstand, im Grunde aus der Tradition deutschen Widerstands kommt. Und in diesem Verständnis müssen wir uns eigentlich auch definieren. Deswegen gefällt mir dieses von der Schule gegen Wochen gegen Rassismus, dieses Logo finde ich gut. Schulstruktur trägt dazu bei, was wir hier an Rassismus haben. Ich zeige nur einige Beispiele, die sehr offensichtlich sind und andere, die weniger offensichtlich sind. Es gibt zurzeit noch abgesonderte Roma-AG-Schulen. Irgendwo, das kann man alles da nachlesen. Kinder mussten 2 Kilometer durch den Matsch laufen, um zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen.
die Schulleitung sagt, die brauchen geschützte Räume, weil Kinder aus bürgerlichen Familien mit dem naturbelassenen Verhalten der Roma-Kinder Mühe hätten. In anderen Schulen werden Sonderklassen gebildet für Roma, weil das bandenmäßige Vorgehen der Kinder eine Gefahr für die Schulgemeinschaft darstellt. So wörtlich, das sind hier keine erfundenen Zitate. Ich bringe gleich auch noch mehr solche Sachen. Getrennte Bildungsgänge ab Jahrgang 5, das ist der Tod all dieser, die ich gerade beschrieben habe, der Lernentwicklung all dieser Kinder. Wenn ich, wie ich gerade gesagt habe, Kinder habe aus allen möglichen Ländern, allen möglichen schweren Lebenslagen, dann, und die kommen meinetwegen als Achtjährige in die Schule, 2 Jahre später kaum haben sie Deutsch oder noch kaum gelernt, dann heißt es schon, auf welche weiterführende Schule gehe ich. Also es geht, Jorgos, es geht nicht darum, die Hauptschulen abzuschaffen, sondern grundsätzlich alle Schulen der Sekundarstufe abzuschaffen und sie zu ersetzen durch einen langen Weg von 1, vom ersten Schuljahr bis zum 10. Denn wir brauchen wir dürfen diesen Bruch nicht reinsetzen. Dieser Bruch macht die Kinder kaputt. Und alle die stark Betroffenen sind besonders schlimm dran. Keine gemeinsame Schule bis zum Schulabschluss, das ist eigentlich das Schlimmste, was wir in Deutschland uns geschaffen haben. Und das hat Vorgeschichte, dazu sage ich gleich auch was. Das hat insofern Vorgeschichte, weil die, ich sage es jetzt schon mal vorweg, die Siegermächte, Truman-Kommission, amerikanische Truman-Kommission, hat gesagt, wir müssen diesen Deutschen das Handwerk legen, die dürfen nicht nochmal einen solchen Weltkrieg vom Zorne brechen. Die Ursache, einer dieser Ursachen ist das Schulsystem. Das hat die Besatzung damals gesagt. Und zwar hat sie gesagt, sie erziehen die Kinder zur Unterwürfigkeit. So, wenn das so ist, dass sie zur Unterwürfigkeit erzogen werden, müssen wir ans Schulsystem ran. Wir müssen nicht sagen, andere Inhalte in die Lehrbücher rein, das machen wir sowieso, sondern wir müssen das System ändern. Und dann haben Sie vorgeschlagen, eine Schule von 1 bis 10 oder bis zum Abschluss. Das war 1945 der Vorschlag der Besatzungsmächte, sogar der Amerikaner. Im Ostbereich, also in Ostdeutschland, wurde es von den Russen sowieso bevorzugt. Aber ich spreche hier von den Amerikanern. Es war klares Ziel, das soll in Deutschland geschehen. Und dann hat es eine riesige Gegenbewegung gegeben, das erkläre ich gleich nochmal. Sonderschulen sollten erhalten bleiben oder sollten, die haben eine ganz besonders schlimme Rolle in der Nazi-Zeit gespielt. Ausländerpädagogik der 60er Jahre, da wurden Ausländerklassen für Gastarbeiterkinder gebildet, nur erstmal alles abgesondert. Dann heute nennen sie sich Willkommensklassen, abseits der Regelschule, beschult in einigen. Und dort gibt es sogar Schulen, in denen sowas noch intern als Zigeunerklasse bezeichnet wird. Schulstruktur, wie ich gerade sagte, Truman-Kommission, es war eigentlich vorgesehen, eine Forderung hieß Gesamtschule für alle Kinder, gemeinsame Beschulung, Abschaffung der getrennten Bildungsgänge. Das war als eines der wichtigsten Ziele. Die konservativen Parteien, Kirchen, Universitäten und Philologen haben dann gesagt, nein, das wollen wir nicht, nämlich die Gleichheitsforderung, also dieses Gleichmachen der Kinder in ein und der Klasse, nicht die Schlauen an die Schule und die Dummen an die Schule, sondern alle gleich zusammen, darf nicht auf Kosten einer Absenkung des Leistungsanforderungen gehen. Das wird noch heute verbreitet, überall. Diese These können Sie überall lesen. Das heißt, es gegen Gesamtschulen wird geredet mit dem Argument, nämlich das senkt das Niveau. Deswegen Gymnasien. Und der bayerische Kultusminister 1947 hat gebeten an die Militärregierung, damals die Amerikaner, und gebeten und gebettelt und gesagt, ihr müsst doch einsehen, biologische gegebene Ungleichheiten, die durch keine zivilisatorischen Maßnahmen beseitigt werden können, müssen wir doch, deswegen dürfen wir doch nicht eine Schule für alle machen. Das ist die Basis, auf dem das alles aufgebaut ist. Bitte also biologisch gegebene Ungleichheit. Also wir brauchen eine Schule, wenn wir eine Schule gegen Rassismus haben, müssen wir eine andere Schulstruktur haben. Wir brauchen die Schule der Solidarität und ich werde das jetzt gleich einmal im Blick darauf, auf den Nazi-Völkermord, die Nachkriegszeit und heute erläutern, wo überall dieser Antiziganismus herrscht und dann auf unsere Schule kommen.
Zum Vorbegriff eben nochmal, wir haben uns eben geeinigt, wir sagen Roma einfach. Sinti ist noch eine Gruppe extra, da müssten wir gleich auch noch was sagen. Das sind die länger in Deutschland lebenden, die Roma sind dann meistens hinzugekommen, aber in ganz Europa 11 Millionen Angehörige in 47 Staaten, unterschiedliche regionale sprachliche Traditionen und Lebensentwürfe, und deswegen verbietet sich eine Generalisierung. Ich kann hier nicht sagen, die Roma. Das ist dummes Zeug. Ja, ich rede jetzt von dem, was wir gerade beschrieben haben, ne? Also was wir hier in dieser Schule erlebt haben, ich rede nicht von anderen. Das würde ich mir nicht anmaßen. So, ich mache jetzt mal immer einige Bemerkungen, immer wenn das aufleuchtet und das hier unten, dann sage ich, dann spreche ich über ein Wort, was, wo man aufpassen muss. Und dieses ein Wort ist die Abstammung. Es wird gern benutzt, das Wort Abstammung. Das heißt, wo kommt das her, dieser Mensch? Und das stammt daher. Und das hat in Deutschland eine lange Tradition, nämlich Deutsch heißt blutsmäßig Abstammung. Deutsches Volk heißt blutsmäßige Abstammungsgemeinschaft. Staatsangehörigkeitsrecht war schon vor 1933 so, dass Polen, Juden und Roma in Deutschland nicht geboren, also keine Deutschen sind. Auch selbst wenn sie in Deutschland geboren waren, waren sie keine Deutschen. Von vornherein nicht. Auch schon vor der Hitlerzeit. Keine Deutschen. Ausdrücklich wegen der Abstammung. Das ist schon ein Gedanke, der da ganz tief drin ist. Und das Bayern hat 1926 das Gesetz zur Bekämpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen. Alles in einem Satz gesagt, ja, das sind alles dieselben. Landfahrer, Zigeuner, Arbeitsscheu, alles das ist das Wort, was man hier verwendet. Vor der Hitlerzeit. Weit vor der Hitlerzeit. Ja, so, die Hitler-Verbrecher haben dieses dann einfach übernommen. Und wenn wir heute von Reichsbürgern sprechen, dann wissen wir, was sie im Sinne führen. Die Reichsbürger, da gab es ein Reichsbürgergesetz von 1935, das die Deutschblütigkeit und die Reichsbürger als einzige deutsche Bürger bezeichnete. Blutschutzgesetz von 1935 besagt, zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehe verbieten wir die Ehe und außerehelichen Verkehr mit Juden, Sinti und Roma. Grundsätzlich. 1935, also Hitler war 2 Jahre an der Macht. Dann Rassenhygiene durch Zwangssterilisation ist nur konsequent, weil wir das ja alles verbieten wollen, was jetzt an diesen Abstammung deutsch, rein deutsch ist. Und dann Fremdrassen, zu dem Zeitpunkt 500.000 Juden und 20.000 Sinti und Roma sollten hier in Deutschland ausgesondert werden und dann auch in ganz Europa vernichtet werden. 1936 gibt es dann eine entsprechende Behörde, die heißt Rassenhygienische und Bevölkerungsbiologische Forschungsstelle, und die sucht auf und erfasst, wer ist denn jetzt überhaupt nach diesem Schimpfwort gesehen Stamm, vom Stamm her Zigeuner, oder wer ist Mischling und wer ist nicht Zigeuner und so weiter. Und dann nannte man das Zigeuner-Sippenarchiv. Wer Deutsch spricht und da ein bisschen von Ahnung hat, weiß man, was da hochkommt, wenn ich das höre. Reichskriminalpolizeiamt gibt eine Rassendiagnose weiter an die Ortspolizei, Einwohnermeldeamter und Gesundheitsämter. So ist also allen dann klar, wer ist hier Zigeuner und ist hier also kein Deutscher. Und dann Ziel, Ausgrenzung, untergeordnete Behörden schaffen Sonderregelungen für alle Lebensbereiche. Also man musste dann einen Wandergewerbeschein haben oder herumziehen. Musik war verboten oder in bestimmten Bereichen verboten und so weiter und so fort. Und wer kollaborierte immer bei dieser Zigeunerfrage? Die kommunalen Behörden waren nämlich höchst hilfswillig bei der Einrichtung von Zwangslagern, für die Installation von Zwangsarbeitern, bei der Ausgrenzung von Daseinsvorsorge, für die Sterilisierungsverfahren, bei Eheschließung, bei Ausplünderung der Opfer. Und die christlichen Kirchen haben sich da ein Ruhmesblatt verschafft, in dem sie nämlich unterstützt haben, den Zugang der Rassenforscher, der sogenannten Rassenforscher, zu den Kirchenbüchern. In den alten Kirchenbüchern findet man nämlich die Namen von denjenigen, die als Roma oder Juden oder was auch immer sind. Und da gibt es dann den Stammbaum, und dieser Herr Robert Ritter, ein Professor,
rechte Seite ist ein Zigeunererfasser und der wird dann von der Polizei begleitet. Das ist schon 1935 so herum. Und dann wird festgestellt, was, aus welcher Sippe stammen diese Leute. Dieser Robert Ritter ist ein Psychiater und hat ein Buch geschrieben über Vagabunden, Jauner und Räuber. Alles dasselbe. Und hier geht es um die erbgeschichtlichen Untersuchungen. Erbgeschichtlich, es wird von Erbschaft geredet. Auch das heute weit verbreitet, immer wieder im Stern, im Spiegel, überall findet man immer wieder das Wort, ach ja, ist alles vererbt. Ich warne davor, Deutsche Tradition und Erbschaft, das gehört nicht zusammen. Das muss man bekämpfen. Wenn man antifaschistisch denkt, muss man sagen, vererbt wird nichts hier. So sieht so ein Stammbaum aus. Da wird zurückverfolgt bis hier 1700, so und so. Und da kann man dann sehen, ich mache nur mal ein Beispiel, hier werden die Eigenschaften untersucht von den Familien. Gaunereigenschaften, Vagabunden, Bettlereigenschaften, Nichtsnutze, angeborener Schwachsinn, das war übrigens ein übliches Wort in den Jahren, das ist ein Fachbegriff, und Vaganteneinschlag, bemerkbar bei Schwachsinn, getarnter Schwachsinn. Ja, wir lachen, aber das war ernst. Und klar, man lacht, das kann doch nicht wahr sein, aber es ist so. Diese Zivogolner Stammbäume wurden dann also dazu hergenommen, dass man feststellte, wer jetzt also Zigeuner ist. Und dieser Herr Ritter in dem Wort Menschenschlag hat das ja dann erläutert, was er darunter versteht. Das hat Bedeutung für die Erbbiologie und Hygiene, also für die Rassenhygiene, dass man die Deutschen davon fernhält, von dieser schlechten Welt. 1938 hier in Hamburg eine rassenhygienische Forschung von Herrn Professor Ritter mit der Polizei. So werden die Köpfe vermessen, was übrigens die Schädelvermessung unserer Vorfahren in Namibia auch, ne? Deutsch-Südwestafrika, Schwarze, gerade aktuell, das, wie heißt der Film? Der vermessene Mensch. Der vermessene Mensch, da kann man das auch sehen, wie das gemacht wird. Das ist, also ich beziehe, was ich jetzt sage, auf alle. Das hat nicht nur was mit Romia zu tun. Hier ist eine Frau in der Untersuchung und das Ziel war, um Kosten zu sparen, schafften sie Lager, Zigeunerlager, übrigens auch Judenlager hier in Münster in den Jahren, Judenhaus. Kommunenziel war, die Zigeuner aus dem öffentlichen Daseinsvorsorge auszuschließen, das heißt, sie kosten Geld. Das machen wir doch billiger, wenn wir bewachte und umzäunte Plätze und Barackenlager machen in Köln. Fing es an mit 35, Berlin 36, Frankfurt 36, Magdeburg, Düsseldorf. Und 1939 sind etwa ein Drittel bis die Hälfte von Sinti und Roma in Zigeunerlager untergebracht. Die Bevölkerung hat da keinen Protest. Also die Proteste dagegen sind eine Spezialfrage noch. Und ab 1939 wird dann umgelagert von den Zigeunerlagern ins KZ. Die Deportation der Menschen hier ins KZ aus den Zigeunerlagern, die waren bereits im Lager, kamen dann, wurden dort zusammengetrieben und ins KZ gebracht, unter Zollpolizeibewachung, in Sammellager gebracht. Alles Menschen wie du und ich. Im KZ mussten sie dann ihre Angehörigen noch verbrennen. So sah dann eine Baracke aus, wenn die Besatzungskräfte kamen und feststellten, wie das da, was da mit dem Menschen geschehen ist. Nach dem Krieg wird aus dem Wort Zigeuner Landfahrer oder Nichtsesshafte und ein Herr gewisser Werner Villinger, auch ein Professor der Psychiatrie, der schreibt ein Buch von 38, das heißt der Nichtsesshafte Mensch. Und diese Karriere dieses Professors möchte ich mal kurz darstellen. Dieser Professor war 1932
Professor geworden in Hamburg, 1934 Chefarzt in Bethel. Bethel ist hier im Umkreis sehr gut bekannt. Da war er nämlich zuständig für die Sterilisation von Fürsorgezöglingen, das heißt von jungen Menschen, die als unerziehbar galten, gerade aus der Roma-Community. Dann Gutachter für die D4-Aktion, das war die Ermordung geistiger Behinderter, die wurden dann begutachtet, wer wird ermordet und wer wird einer anderen Sache zugefügt. 1938 schreibt er dieses Buch, Der nicht sesshafte Mensch, und da geht es um sogenannte Zigeuner. Dann ist er Richter am Erbgesundheitsobergericht in Hamm und dann anschließend in Breslau, wo dann der, schon 40 ist ja schon Krieg, haben sie schon besetzt. Dann ist er da, Richter, und entscheidet über Leben und Tod, Ordinarius für Psychiatrie in Breslau, und dann wird er 45, also zum Kriegsende, Klinikleiter in Tübingen. Nun denkt man, er kommt anschließend ins Gefängnis oder wird unter Umständen zu Tode verurteilt. Was wird aber geschehen? Er wird Leiter der psychiatrischen Uniklinik in Marburg. Er wird Dekan der medizinischen Fakultät. Er wird Präsident der Gesellschaft von 1951. Der Gesellschaft für Neurologie und Psychiatrie. Und dann für 1952 hat er das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ja, das kann man nicht glauben, ne? Aber es ist so. Dann wird er 1955 noch befördert zum Rektor der gesamten Universität Marburg. Und dann kriegt er wegen seiner Unterstützung der Lebenshilfe, und da es ja um geistig Behinderte geht, wo er sich ja so stark für eingesetzt hat, kriegt er auch noch die Gründung der, beteiligt er sich auch noch an der Gründung von der Lebenshilfe. Das kann man nicht glauben. Das ist Tatsache. Das war alles lange verdeckt geblieben, und die Lebenshilfe hat sich dann Jahre später, als das nochmal so hochkam, hat sich da versucht zu distanzieren. Und 1961, in dem Jahr, nur bis 61 gelebt, wurde er Gutachter bei den Entschädigungsprozessen der Nazi-Gutachter. Also wenn einer sagt, ich bin aus dem KZ freigekommen, was kriege ich jetzt als Entschädigung dafür? Dann konnte dieser Herr Villinger mitentscheiden als Gutachter, was das ist. Und er hatte ein wunderbares Wort, das heißt nämlich Entschädigungsneurose. Jemand, der aus dem KZ war, der hat eine Neurose, wenn er dann was fordert. Als Entscheidung. Ja, also ich glaube, das spricht für sich. Wieder im Amt. Also wir sind hier im Jahre, wie gesagt, wir sind hier im Jahre 61. Wir sind lang nach dem Krieg. Wieder im Amt. Direkt nach dem Krieg 1945 erfasst die Kriminalpolizei in Flensburg Sinti und Roma anhand der Auschwitz-Nummer. Direkt weiter. München, die Reichszentrale für Bekämpfung des Zigeunerwesens, wird dann Zigeunerzentrale und dann Landfahrerzentrale genannt. Und jetzt kommt der Hammer, und diese Nazi-Akten sind ab 1950 unter der Leitung eines ehemaligen SS-Sturmführers, also eines Schwerverbrechers, in der Sammlung von Daten bis 70. Bis 1970 hat man zusammengefasste Daten von den sogenannten Zigeunern erfasst, und immer noch wurde das geduldet. Wir sind von 45 bis 70 noch immer in einem solchen Bereich. Ehemalige machen weiter. Ein Beispiel hier, Bürgermeister aus der Pfalz, 52, der selbst an der Deportation von aktiv beteiligt war, fordert, dass keine Zigeuner in die Nähe des Dorfes angesiedelt werden. Grund, weil sich die Zigeuner auf Kosten anderer ernähren. Da muss man wahrhaft alle Humanität ausschalten. So wörtlich und nachlesbar zitiert. Ja, das ist Schluss mit lustig, haben die dann gesagt. Das wollen wir nicht. Dann wie kommt jetzt ein Nazitäter, wenn er vor Gericht ist, oder es war ja so, dass sie entnazifiziert werden mussten und so weiter. Da hat es ja dann einen Umbruch gegeben. Die Einzelheiten interessieren jetzt hier nicht. Aber wie winden die sich raus? Hier gibt es mehrere Methoden, und die schlimmsten Methoden, die kommen erst später. Die Nazi-Opfer, die dann wieder zurückkommen, sie möglichst nicht zu integrieren, um Wiedererkennung der Nazitäter zu verhindern. Also wenn ich als Bürgermeister diese Zigeuner hier bei mir wohnen lasse,
dann könnt ihr ja nachher noch sich erinnern, dass ich daran beteiligt war. Bei Ermittlungsverfahren, die Nazi-Opfer als unglaubwürdig Kriminelle und Asoziale darstellen. Ja, die waren vorher schon, ja, die sind im KZ gewesen und waren im KZ wegen ihrer Asozialität und ihrer Kriminalität. Dann, deswegen kann man sie als Zeugen nicht ernst nehmen, vor Gericht. Das ist ernsthaft, das ist alles dokumentiert, das kann man hier alles nachlesen. Die eigenen Taten in der Nazizeit abstreiten und behaupten, dass sie davon nichts gewusst hätten und dann die eigenen Handlungen in der Nazizeit als Pflicht zur Bekämpfung der Kriminalität umdeuten, um als Strafverfolgung und nicht als Nazitäter zu gelten. Strafverfolger sind ja Polizeibeamte. Dann, jetzt geht es also richtig los. Sie selbst arbeiten nach dem Krieg bei der Polizei, bei der Justiz, bei der Psychiatrie und in der Jugendhilfe. Sie selbst, diese Täter. Und sie holen Mittäter in diese Institutionen hinein, die alten Kameraden sozusagen, bauen Netzwerke auf und schützen sich gegenseitig vor Ermittlungsverfahren. Und am Ende, und das ist das Wichtigste, sie errichten selbst Institutionen für asoziale kriminelle Elemente wie Sonderschulen und Erziehungsanstalten. Sehr berühmt sind ja die ganzen Erziehungsanstalten nach dem Krieg, die Jahre, die dann irgendwann, glaube ich, in den 70er Jahren erst so richtig bekannt wurden, was für ein Missbrauch, Misshandlung dieser Zöglinge dort vorgenommen wurde. Ganz in Fortsetzung dessen. Und dann kommt das große Wort Selbstschuld. Auch immer, wenn einer sagt Selbstschuld, dann bin ich auch, stellen mir die Nackenhaare hoch. Hier auch ein typisches Beispiel. Wir haben ja dann die Rostock-Pogrome 1992, das brauche ich, glaube ich, gar nicht erklären. Alle wissen, das ist die Situation, wo da die Familien, die irgendwo Unterkunft suchten und da vorne waren auch in der Nähe dann die Ausländerbehörde. Man musste also warten und campieren und die Leute aber vor den Häusern der Ansässigen wurden dann von den Ansässigen auch teilweise vertrieben und von einer zusammengerotteten rechtsradikalen Bande dort also regelrecht den Tod ausgeliefert. Die Schuldumkehr ist dann der Hammer, der dann kommt. Betroffenen selbst sollen für den sie eingerichteten Rassismus verantwortlich sein. Der SPD-Sozialminister Heinemann sagt im Spiegel, der Aufruhr gegen die Asylbewerber sei durch das Fehlverhalten bestimmter Einwanderungsgruppen verursacht worden, die das Klima vergiftet haben. Roma und Sinti aus Rumänien und Jugoslawien. Selbst schuld. Und 1993 gibt es dann infolge dieser ganzen Diskussion dann das Asylkompromissgesetzgebungsverfahren, wo es dann heißt, so, die können wir ja jetzt wieder abschieben in die sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Ergebnis antiziganistisch geprägter gesellschaftlicher Debatten ist genau dieser Abschiebepunkt. Und so wird dann öffentlich dargestellt, wie Kinder sind. Zigeunerbandenkriminalität. Roma kommen und zu Raubzügen und alles Kriminelle. Dann das nächste schöne Wort, was wir immer wieder zu hören kriegen, ist die Einwanderung in die Sozialsysteme. 2013 in einer untersuchten Großstadt, nachgewiesen auch, offizielles Motto oder heimliches Motto in den Protokollen, nachgewiesen das Wort Unbequemlichkeitskultur. Gegen den Zustrom von Armutsmigranten, gegen die Belastung der kommunalen Haushalte wurde dann also gesagt, wir schaffen extra gesonderte Obdachlosenunterkünfte am Arsch der Welt, so der Bürgermeister selber, im desolaten Zustand mit Zugangskontrollen. Keine anderen Wohnungen freigeben, weil Nachbarn sich beschweren und die Wohnungen bald renovierungsbedürftig seien. Sichere Herkunftsstaaten, hier Abschiebung in sichere Herkunftsstaaten, auch das ist eine Lügengeschichte. Serbien, Mazedonien, Bosnien, Herzegowina, Albanien, Kosovo und Montenegro wurden 2014 zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt. Diese Staaten sind nicht sicher, wie wir aus allen möglichen neutralen Organisationen, Europäische Kommission und anderen nachweisen können. Beispiel Abschiebung, eine Familie
ist 1999 aus dem Kosovo geflohen vor dem Bürgerkrieg, 20 Jahre Duldung hier. Und dann wird sie nach 20 Jahren abgeschoben nach Serbien. Dort in Serbien hat diese Familie keine Staatsbürgerschaft. Daher ist sie dort illegal, bekommt keine Arbeit, keine Wohnung und ohne Sprachkenntnisse. Eine Skandalgeschichte. Es gibt ähnliche Skandalgeschichten. Eine davon ist auch sehr eklatant bekannt geworden. 1999, ein Mann aus dem Kosovo flieht vor dem Bürgerkrieg. 2010, Abschiebung in den Kosovo. Seine Frau und seine vier Kinder bleiben in Deutschland. Er wird abgeschoben, Frau und Kinder nicht. Mann in Kosovo wird obdachlos, krank und wird verprügelt. Dann flieht er zum zweiten Mal nach Deutschland. Dort wird er von der Polizei aufgegriffen, schlechter Gesundheitszustand, Krankenhaus. Währenddessen wird seine Frau mit den vier Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren ohne vorherige Ankündigung nachts von der Polizei abgeholt und in den Kosovo abgeschoben. Ich spreche hier als Lehrer. Ja? Ich denke jetzt mal, ohne die Erwachsenen-Drangsalierung, was wir mit den Erwachsenen machen, was mit den Kindern ist. Der Vater wird dann auch noch abgeschoben, trotz ärztlich verordneter Weiterbehandlung, die dann noch nie fortgesetzt werden kann. Dort lebt diese Familie in einem 20 Quadratmeter großen Raum. Dort als einzige Roma-Familie wird sie von Gewalttätern bedroht. Die Verschlechterung des Gesundheitszustands des Vaters führt dann dazu, dass sie 2014 die Familie nach Deutschland kommt, ins Krankenhaus. Vaters Antrag wird aber abgelehnt, obwohl Gewalt droht im Kosovo. Und dann wird der Vater 2017 unangekündigt abgeschoben im Kosovo, dort mittellos auf der Straße, und 2019 wird er Opfer einer Gewalttat und stirbt. So, das kann nicht alles zufällig sein. Und daher das Wort organisierte und systematische Vorgehensweise. Heute, ganz aktuell, Bundesagentur für Arbeit 2019, Bekämpfung von bandenmäßigen Leistungsmissbrauch, ist offiziell. Dann Kindergeldanträge bei Romna hat man festgestellt, aus Rumänien und Bulgarien, Bearbeitungszeit 1,5 Jahre im Vergleich zu 4 bis 6 Wochen für Deutsche. Es wird noch gefordert, Nachweis über die Einstellung der Leistung im Herkunftsland, Steuerpflicht in Deutschland, ärztliche Untersuchungshefte für Kinder und Mietverträge und alles Mögliche. Damit Schikane. So, der Widerstand, natürlich bleibt das alles nicht ohne Widerstand, und zum Glück haben wir im ganzen Land viele, die Nein sagen. Entscheidend war erstmal der Punkt, wo mit einer Selbstorganisation der Roma, Sinti und Roma, ein Widerstand gesetzt wurde, und da in Dachau die Bürgerrechtsbewegung im Hungerstreik war, gegen diese Kriminalakten-Sondererfassung, von denen ich eben schon erzählt hatte, die dann tatsächlich auf Druck dieser Menschen dann raus mussten da aus diesem, in dem Zugriff der Kriminalpolizei. Und die lagern, glaube ich, heute als Museumsstücke. So, Widerstand in Münster, auch da können wir stolz sein, Aktion 302, Widerstand gegen die Abschiebung und Widerstand in der Schulstruktur. Das ist unser Anteil. Wir haben eine Schule zu machen, in der sich Kinder so wohlfühlen, dass sie hier nicht von all diesen Umständen bedroht sind. Ich habe hier selbst erlebt, wie hier eine Abschiebung in der Schule stattfinden sollte. Die habe ich zum Glück noch verhindern können. Also da kamen die wirklich hier an mit dem Jugendamt und wollten hier ein Kind abholen und haben das Schulgelände nicht betreten, sondern haben draußen gewartet mit einem Fahrzeug und kamen dann hier aber rein, und dann habe ich gesagt, was wollen Sie denn jetzt hier? Ja, ist schon alles klar, Ausländerbehörde hat gesagt, wird jetzt abgeschoben, und zwar plötzlich, keine Vorankündigung, weil sonst tauchen die ja immer runter. Und dann habe ich gesagt, läuft. Weil ich als Schulleiter bin für das Kind zuständig, ich kann jetzt nicht sagen, was mit Erwachsenen wäre, aber für das Kind bin ich hier zuständig, und Sie können hier nicht einfach. Hier sind 5 Kinder, alle von uns, alle aus unserer Schule. Inzwischen schon groß geworden, 2009, die Bilder. Und haben, glaube ich, vielleicht selber schon Kinder, ich weiß es nicht. Kann sein.
So, stimmt. Worin unsere Stärke besteht, also was können wir? Was können wir leisten? Wir haben, ich habe jetzt 8 Punkte ausgewählt, die komme ich jetzt der Reihe nach. Erstmal müssen wir feststellen, dass die Kinder untereinander extrem solidarisch sind. Kinder, die schlecht behandelt wurden, die aus Armut und Verfolgung kommen, sind sehr solidarisch zueinander. Das ist etwas, was wir denen gar nicht beibringen brauchen. Das haben sie. Das ist großartig. Da können wir ja alle was von lernen. Das ist nichts Besonderes. Die Solidarität der Pädagogen ergibt sich, weil wir natürlich sehen, dass wir was tun müssen. Wir können nicht uns nur als Unterrichtender mit dem Fach Englisch dahinstellen, sondern wir haben auch noch was anderes damit. Und deswegen bilden wir Teams. Und wir sorgen dafür, dass die Kinder zu Geschwistern werden, denn dann sind sie besonders stark. Das hat schon Pestalozzi gewusst. Der hat mit Flüchtlingskindern, nee, der hat mit Kriegsweisen gearbeitet. Kriegsweise, also Kinder, die ihre Eltern im Krieg verloren haben. Und das war ein sehr weiser Satz. Kinder zu Geschwistern machen. Das war fantastisch. Dann Schule der Solidarität. Die Erwachsenen haben hier ihre Rolle zu spielen. Dann ist es ein ganz wichtiger Punkt, ist, dass in jeder Klasse wird Klassenrat gemacht. Das machen wir auch schon ganz lange, seit 2002 in allen Klassen. Jede Klasse, auch jetzt bis zum 10. Schuljahr, jede Klasse, einmal in der Woche sprechen wir über Probleme. Probleme gibt es überall, ob das jetzt mit Migranten ist oder egal wem, es ist selbstverständlich, dass Kinder miteinander Probleme haben und die werden auch gelöst. Und wenn Kinder wissen, dass Probleme gelöst werden, dann gibt es auch weniger Probleme. Aber erst dann, wenn man sagt, nee, das gehört nicht in die Schule, dann gibt es mehr Probleme in der Schule. Also wir sind eine Schule, wo ich sagen würde, wo relativ wenig Probleme herrschen. Wir halten zusammen und entschuldigen uns und es gibt meist Entschuldigung. Altersmischung ist ein ganz wichtiger Faktor. Auch das brauche ich nur Bilder zeigen. Groß und klein lernt. Das sagt doch alles hier. Das brauche ich doch nicht noch was erläutern. Da gibt es ganze Bücher drüber. Aber hier, das Board, das zeigt alles. Was muss ich denn jetzt hier noch tun? Wir müssen uns als Lehrer eigentlich überflüssig machen. Das ist unser Ziel. Dann Briefform, Zeugnisse. Wir sitzen zusammen mit den Eltern auf Augenhöhe. Das ist jetzt hier ein Originalbild. Mit einer Roma-Familie, mit einem Kind. Das ist hier nicht gestellt. Große Freude beim Zeugnis. Stolz über das, was es geleistet hat. Hier war der Sozialarbeiter mit im Gespräch, weil es noch um andere Fragen geht, wo wir helfen können. Nicht nur um Zeugnisse, Wohnung und so weiter und so fort. Zweimal pro Jahr zu jedem Zeugnis gibt es solche Gespräche. Dann gebundener Ganztag. Es wird zusammen jeden Tag, die ganze Gruppe bleibt den ganzen Tag zusammen. Wir essen auch zusammen. Die Kinder sind auch beim Essen zusammen. Bei den Größeren haben wir die Aula im Geist, aber da sitzen sie dann auch meistens in der Gruppe zusammen. Und wichtig ist, dass man solidarische Methoden meint. Und das ist jetzt ein bisschen, da könnte ich jetzt ganze Vorträge und Bücher darüber schreiben, das ist natürlich jetzt zu kurz. Kinder, die lernen miteinander und zwar in dieser Vielfalt. Hier sieht man ein Kind mit Down-Syndrom, ein Kind mit verschiedenster Herkunft, Kinder aller Art lernen. Das ist hier nicht gestellt, das ist einfach mal ein Foto im Alltag. Und diese Kinder wissen gar nicht, dass was andere Leute sagen, da kann man doch nicht lernen. Oder was sagte der Kultusminister in Bayern 1947? Das geht doch nicht. Wir erleben, dass das sehr gut geht. Große, kleine und voneinander lernen. Das geht sehr gut. Wir wissen nicht immer alles besser. Auch wir Lehrer nicht. Und das, was wir jetzt durchgesetzt haben seit 2014, ist, dass die Kinder zusammenbleiben, dass wir nicht
trennen, sondern wir behalten sie bis zum 10. Schuljahr. Und ich würde mal ganz selbstbewusst sagen, wir wissen, was wir brauchen und wir warten nicht darauf, dass man uns was gibt. Auch das hätte man uns niemals gegeben. Auch die Stadt Münster hätte uns nie und nimmer eine Schule von 1 bis 10 gegeben. Nie und nimmer. Das war ganz klar. Also da mussten wir schon kämpfen. Wir haben von 2010 bis 2014 also rund um die Uhr gekämpft. Mit Kontakten in ganz Deutschland, im Ausland, überall. Und die haben Druck gemacht auf den Bürgermeister und auf die Verhältnisse hier, dass das möglich wird. Und das haben wir ja immer mit Blick darauf getan, dass diese Kinder am besten so lernen. Ich fasse nochmal zusammen. Solidarische Kinder, solidarische Pädagogen, Klassenrat, Altersmischung, ohne Noten und gute Zeugnisgespräche, verlässlicher Ganztag, natürliche Methoden, 10 Jahre ohne Bruch. Und jetzt könnte ich noch andere Sachen erzählen, wie dass wir interreligiöse Feiern machen, Schulfeiern machen und so weiter seit ewigen Zeiten schon. Das sind aber nur die Highlights, die Tüpfelchen. Das Entscheidende sind die Strukturen. Und das ist das, was ich hier gesagt habe. Wir haben eine Zukunftsvision. Wir haben einen Schwachpunkt, den wir in allen Schulen haben. Das ist nämlich, dass die Muttersprache nicht in den normalen Unterricht vorkommt. Die kommt ständig vor, aber sie wird nicht vertieft. Weil wir natürlich nicht reine Roma-Gruppe bilden oder eine reine türkische Gruppe, sondern die sind alle zusammen. Das wollen wir auch nicht anders. Aber wie kriegen wir es jetzt hin, dass die Muttersprachenkultur auch ihren Wert hat. Neben dem. Auch. Das ist ein Problem. Und wenn man da einfach sagt, das interessiert uns nicht, das ist auch falsch. Jetzt wäre hier die nächste Frage, wo wir dran gehen, zu überlegen, ob wir nicht außerhalb der Schulzeiten, also Freitagnachmittags oder Samstagvormittags, sowas Ähnliches machen, wo hier 60-70% unserer Kinder sind Migranten, wo wir sowas Ähnliches machen, wie wo wir sagen, das bist du bist doch selbst was wert. Deine Muttersprache ist nicht weniger wert als Deutsch. Du musst doch hier nicht in erster Linie Deutsch lernen, du musst auch deine Muttersprache kultivieren. Das Programm einer solchen Sprachschule könnte so aussehen, dass wir sagen, wir pflegen die eigene Kultur, also nach UNESCO-Inhalten und Jahreskalender und so, wir sind ja auch UNESCO-Schule, und dann könnte man das so machen, dass man alle Kinder zunächst begrüßt, versammelt, alle Kinder und Jugendlichen, natürlich altersgemischt, und dann in der Muttersprache jeweils Projekte machen lässt, in Gruppen, wo die dann zusammen sind, vielleicht 2 Stunden lang Themen und Probleme der eigenen Kultur, Vorbereitung für Präsentationen und Aktionen, und dann am Ende dieses Tages dann vielleicht eine kleine Vorführung, Tanz, Musik, Kulturbeiträge aus einzelnen Gruppen, Aufzeichnungen durch Radio Kaktus, haben wir gleich im Programm mit drin stehen, und durch andere Medien. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir da Unterstützung kriegen. Und wir suchen jetzt, ich nenne das mal Lehrkräfte, wir suchen jetzt Menschen, die in der Lage sind, mit ihrer Sprache etwas beizutragen, eine solche Gruppe projektmäßig zu machen, so regelmäßig, jeden Samstagmorgen, und dann jetzt gerade bei Roma, wir haben viele Roma-Kinder, gerade die Roma-Sprache hier regelmäßig zu kultivieren. Das wäre ein Wunsch. Und ich habe schon signalisiert, wir haben ja ein paar, die hier schon sitzen, die gesagt haben, das wär's. Mit Jahan Shakibapur, wir haben einige Stunden zusammen geredet und wir sind immer weiter in dieses Thema reingekommen. Ich danke dir sehr. Wir haben kapiert, dass das ist schon wichtig. Wir haben mit Jogos geredet. Wir kamen auf die Idee, es muss eigentlich ein Haus der Muttersprachen unter einem Dach sein. Und nicht verstreut, wie es im Moment ist. Im Moment so 10 muttersprachliche Unterrichte, die an verschiedensten Schulen ganz weit verbreitet sind. Wir haben so Vorgespräche geführt. Christian, als mein Nachfolger, hat gesagt, ich könnte mir das vorstellen, wenn es jetzt natürlich nicht obendrauf noch mehr Arbeit gibt. Also das heißt, wir brauchen jetzt ganz viel Mithelfer, die was tun können.
und irgendwo Signale, dass das geht. Deswegen habe ich dieses Blatt hier ausgelegt. Wer jemanden kennt, bitte auch weiternehmen, auch gerne ein paar mehr Blätter weitergeben, weil hier sitzen ja überwiegend Multiplikatoren und wir suchen Leute, die was tun wollen, die da mit einsteigen könnten. So, das war das Letzte, was ich dazu sagen wollte. So könnte ich mir so eine Projektgruppe vorstellen. Und dann danken wir sehr. Misch dich ein. Wir danken dir. Ja. Wie immer, typisch Reinhard, mit wirklich sehr, sehr fundierten Informationen, historischen, die aber tatsächlich, und das hast du so wunderbar und praktisch dargestellt, eine Weiterentwicklung in unserem demokratischen, sowohl in unserer demokratischen Bundesrepublik hatten. Und niemand ist das aufgefallen oder es lief, viele wollten auch nicht, dass es aufhält. Auffällt. Insofern hat es genau nicht nur unsere Justiz, unsere Schulen, unsere Verwaltungen, wir können alle ein Lied davon singen, was es heißt, in einer Verwaltung zu gehen. Migrantinnen und Migranten, marginalisierte Menschen, das hat alles eine Tradition, die genau daher rührt. Menschen auszugrenzen, elitär zu denken, und genau das Gegenteil ist das Primus-Modell. Und deshalb da wirklich vielen, vielen Dank, dass du das so toll dargestellt hast. Wir haben heute natürlich auch einen Fokus auf eben die Roma. Und deshalb, ich bin froh, dass Elvira uns vielleicht nochmal diesen Fokus, diese Draufsicht zeigt, vielleicht auch aus deiner Erfahrung in den Schulen in Halle. Wir freuen uns alle auf deinen Vortrag. Danke. Der Herr Stehling hat meine Aufgabe, die ich eigentlich mache, übernommen. Vollkommen. Also ich darf das mal so sagen, wir sind hier unter uns. Eigentlich muss ich den Deutschen erzählen, was die so in der Nazi-Zeit gemacht haben, weil die das gar nicht wissen. Also ein riesen Applaus für den Herrn Stehling, also ehrlich. Ich stehe eigentlich in meinen Oberhausen, in Essen, in Wuppertal da vorne und erzähle denen irgendwie, wie das im KZ war, was das für... auch die Zeit danach wissen viele nicht. Und das ist so das Schreckliche daran. Und viele fragen mich immer, Frau Wasi, warum sind Sie denn nicht mehr in Münster? Oder arbeiten nicht mehr in Münster? Und dann habe ich gesagt, ja, in Münster, es läuft. Also meine Arbeit ist erledigt. Die Verwaltung ist sensibilisiert, der Integrationsrat kooperiert, die Schulen haben Ahnung, die Schulen sind offen. Das ist alles Arbeit von Jahrzehnten, die nicht nur ich reingesteckt haben, aber unter anderem die GIUA, die viel, der Volker Maria Högel, möge seine Seele da oben sein, also ne, diese ganze Leidenschaft, dieses ganze Blut, das wir geschwitzt haben hier in Münster, zeigt einfach Ressourcen und eine davon ist wirklich diese Schule. Und unter anderem auch alles andere, was in Münster so umher passiert. Ich weiß, es gibt immer noch Kämpfe mit der Verwaltung, mit dem Rat. Und, aber dennoch sind das trotzdem Schritte, die wir hier schon getan haben. Das sage ich aus Erfahrung. Warum? Ich habe, ich bin umgezogen. Wir haben in Kreis Warendorf erstmal eine Wohnung gehabt, weil wir nach da wollten. Da war es ein bisschen billiger, wenn ich ehrlich bin, wie in Münster. Wir haben ein kleines Häuschen in Aalen gefunden und haben gesagt, okay, das ist was für uns. Und dann musste ich mich auch nochmal neu orientieren. Was mache ich denn jetzt? Ich habe ein Angebot von der InnoSozial bekommen, das ist ein Träger. Und die sind sehr bekannt im Kreis Warendorf und die haben gesagt, hey, hör mal, wir haben so ein Projekt, da brauchen wir dich. Um das Projekt will ich gar nicht viel sprechen, es geht mir nicht um das Projekt, es geht um die Erfahrung. All das, was ich hier mitgenommen habe, kann ich da gut einsetzen. Herr Stehling hat das schon gesagt, also Aalen ist voll, hier haben wir eher den Kosovo-Fokus, Aalen haben wir den Fokus bulgarisch und rumänisch. Ja, da komme ich mit meinem Serbokroatisch auch nicht sehr weit. Es hilft, aber es ist halt nur eine Brücke. Das Problem ist auch, wenn man in die Geschichte, das ist immer das Problem, man muss Historie und Geschichte kennen. Ja, warum sprechen die bulgarischen Roma denn kaum Romanes? Warum ist das so? Ja, und da war das explizit noch lange bis in den 70er Jahren, dass das verboten war.
Also die, ne, sonst, wenn sie es sprechen, durften sie dann nicht in die Länder oder in die Dörfer kampieren. Und das war in anderen Ländern schon ein bisschen früher nicht mehr der Fall, aber in Bulgarien und Rumänien war das sehr lange so, weil man damit nicht umgehen konnte, weil diese Länder nun mal ja, viele Roma beherbergen, auf der falschen Art und Weise. Und dann kommen die nach Deutschland und sprechen nur Bulgarisch oder Türkisch. Ich frage mich, warum sprechen diese Menschen Türkisch? Ja, die erzählen dann, ja, mein Opa, mein Großvater, ja, es ist aus der Historie. Also es sind viele Einwanderungen, viele Wanderungsgeschichten und deswegen ist die Sprache. Die Sprache ist eine irrsinnige große Rolle, die auch zur Identitätsführung führt. Ja, und danach auch für uns wichtig ist, wie wir mit diesen Menschen arbeiten. Wir haben gesehen, Bulgarien und Rumänien, die warten bis 1,5 Jahre. Also wenn ich mache Familienberatung in Grundschulen, also das ist nochmal was ganz anderes. Das heißt, wir sind direkt für die Eltern vor Ort so eine Art Unterstützung für den Sozialarbeiter. Wenn die Kindergeldanträge haben, wenn die Wohngeldanträge haben, was meistens immer die Probleme sind, immer dieselben, weil der Rassismus so stark ist. Ja? Also die finden keine Wohnung. Und wenn man das Jugendamt anruft und sagt, hör mal, da sind 4 Kinder in 40 Quadratmetern mit Eltern. Ja, und die Kinder gehen 3. Klasse, 5. Klasse und ich glaube 1. und Kita. Das funktioniert nicht. Früher hätte man diese Kinder irgendwie rausgenommen, woanders hingetan, was auch immer. Jetzt sagen die ja, selber schuld. Also genau das, was wir gesehen haben, das kann ich so unterschreiben. Ja, und Gott sei Dank ist es nicht mehr so schlimm in Münster. Ich sag's mal so. Was ich in anderen Städten und Kreisen sehe, ist katastrophal. Wir wohnen selber in Dolberg. Das ist ein Dorf zwischen Aalen und Hamm. Und wir wohnen also richtig am Rande. Wir haben im Dorf ein Rewe, es gibt einen Kreisverkehr und es gibt, glaube ich, 2 Kilometer weit entfernt von diesem Rewe, glaube ich, ein Flüchtlingsheim. Ich sehe diese Menschen, die gehen zu Fuß. Ich sehe diese Mutter, die läuft mit dem Kinderwagen, mit dem Kind, voll bepackt mit dem Einkauf, bei Rewe, also bei allem Respekt, Butter bei der Fische. Noch nicht mal ich mit meinem Gehalt kann bei Rewe ständig einkaufen, wenn ich ehrlich bin. Und dann noch die Leute, die in diesen Flüchtlingsheimen, die haben gar keine Chance. Der Bus, also sie müssen bis zum Bus wirklich 2 Kilometer laufen. Und wir sehen, wir haben letztes Mal haben wir eine Dame mit einem Kinderwagen mitgenommen, die wollte erst gar nicht einsteigen, die hat gar nicht verstanden, was los ist. Das war keine Roma. Ich weiß nicht, vom Aussehen her könnte ich jetzt auch nicht sagen, von wo. Sie wollte zum Flüchtlingsheim, wir haben sie wiedererkannt. Und es war schon dunkel und sie war mit 2 Kindern unterwegs. Weil von Dolberg bis nach Aalen in die Stadt braucht man nochmal 10 Kilometer. Die fahren wen mit dem Auto? Und die müssen die laufen. Entweder weil Dolberg auch zum Beispiel samstags keine Busse hat, Freitagnachmittag keine Busse. Nur die regulären Schulbusse fahren. Also unter solchen prekären Lagen zu leben und dann auch noch von den Schulen, ja, ihr müsst aber, ja, die Kinder müssen aber zeitlich zur Schule. Das funktioniert nicht. Und das ist immer der Grund, warum ich sage, ich bin in anderen Städten, weil es in anderen Städten noch nicht funktioniert. Zu meiner Persönlichkeit kann ich sagen, falls ihr Fragen habt, einfach fragen. Einfach unterbrechen, fragen. Ich erzähle einfach so pro forma. Ich selber weiß gar nicht, was ich so bin. Eigentlich bin ich Deutsch. Das ist eine Identitätsfindung, die viele Kinder und viele Jugendliche durchmachen und jeder sich irgendwo findet. Also, damit ihr versteht, ich sag, ich duz euch mal, ne? damit ihr versteht, was ich meine, ist, mein Sohn ist Kosovare, meine Tochter ist Serbin, die andere Tochter ist Deutsch und meine kleine Tochter, die ist auch Deutsch, weil die nur Deutsch spricht, erstmal. So, wir sind die gleiche Familie, ne? Also, ja, jetzt frage ich mich, wie kommt das? Und dann frage ich, wie, deine Mutter ist doch Roma. Ja und? Ich bin aber Kosovare. Ja? Also jedes Kind identifiziert sich anders. Und das lasse ich auch so. Das lasse ich auch so. Auch ein Beispiel, wir haben ja gelernt, und das habe ich selber in Münster gelernt, weil meine Eltern damals, als sie 88 nach Deutschland kamen, wurde denen gesagt, das Kind muss Deutsch sprechen, sie müssen mit ihr Deutsch sprechen. Dazu die Frage, warum mich fragen viele am Telefon oder auch so, warum sprechen Sie so gut Deutsch? Ich glaube, das kommt von meinem Trauma. Wie von Ihrem Trauma? Ja, das Trauma, das ich erlebt hatte. Ich bin
in den Kindergarten gegangen. Ich konnte kein einziges Wort Deutsch. In der Siedlung, ich bin ziemlich spät in den Kindergarten gegangen. Die Siedlung, wo wir gewohnt haben, da waren nur Deutsche. Also wir hatten Glück, wir waren nicht im Flüchtlingsheim, es war kein Platz mehr. Das war dann wohl unser Glück. Da waren alte Leute, ne, so für uns spießige alte Leute, die dann schon irgendwie um 8 Uhr musste das Kind ja ins Bett. Das kannten wir so nicht. Und wenn ich dann draußen noch rumgelungert habe, dann wurde immer gesagt, hier, die Ausländer, da, ja. Ne, so. Und ich habe so ein Trauma davon gehabt, alle Kinder im Spielplatz sind immer weggelaufen von mir. Die wollten nie mit mir spielen. Ich konnte Serbisch. Ich konnte noch nicht mal Romanes. Serbisch. Weil meine Mutter ist Serbin, mein Vater ist mazedonischer Roma. So, ja, also Muttersprache Serbisch, so Stempel drauf. Und die Kinder, und für mich war das, ich hatte nie Freunde. Ich habe Freunde erst auf der weiterführenden Schule bekommen. Und da auch nur die Ausländer, also die Türken und die anderen, also nie, also deutsche Freunde hatte ich nicht. Sie wollten nie. Ich war immer sehr offen, und aber da, n-n. Und das war für mich wirklich traumatisierend. Ich habe eine Veranstaltung gehabt, übrigens war ich in Emstetten groß geworden, im Kreis Steinfurt. Durch die Arbeit in der GUA und durch meinen Aktivismus, den ich habe, bin ich sehr viel rumgekommen. Ich habe dann wie jetzt, nach so vielen Jahren, habe ich in Emstetten eine Mitschülerin aus meiner Grundschule, aus meiner Klasse wieder gesehen. Also ich spiele ungern das Opfer. Ich bin eigentlich immer sehr stark und sag auch, was ich denke. Aber ich wurde von diesen Kindern immer geärgert. Immer. Egal, ob das jetzt... ich war die einzige Ausländerin in der Klasse. Und ihre Mutter hat einen Verein, der unter anderem jetzt, ich glaube, der ist 10 Jahre alt, der Verein, Roma unterstützt und mit anderen so Kooperation hat. Und sie hat mich bei einer Veranstaltung eingeladen, und ich war dann da, und dann habe ich sie wiedererkannt. Sie hat mich umarmt und hat geweint. Sie hat geweint und gesagt, Elvira, es tut mir leid. Hätten wir das alles gewusst. Ja, weil damals war ich noch die Kroatin, weil ich bin in Kroatien geboren. Das kommt auch noch dazu. Also, ne, so. Ja, und ach, Kroatien kennen wir. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Kroatin, weil das kennt ihr, das muss ich nicht erklären. Alles andere konnte ich auch nicht erklären, weil ich es nicht wusste. Also all diese Dinge als Kind, als Jugendliche nimmt man mit, und es gestaltet auch irgendwo diese Persönlichkeit, die man dann entwickelt in einer Art und Weise. Ich muss sagen, ich habe mich hier in Münster dann gut entwickelt. Wir sind irgendwann nach Münster gekommen. Und ich muss sagen, nicht immer war die Verwaltung und die Ausländerbehörde so gut. So gut. Ich kann mich noch erinnern, wir saßen am Anfang, als Kind saßen wir noch in einem vollgequalmten Raum mit Rauch, da hat man noch geraucht. Jetzt Kinder saßen da, und meine Mutter war links am Weinen und mein Vater war von rechts aus am Schimpfen, die soll nicht so weinen, weil meine Mutter hatte Angst, dass wir abgeschoben werden. Und mein Vater war am Schimpfen und meine Mutter am Weinen und der ganze Rauch und die vielen Menschen, es war so warm und draußen war es so kalt. Also das sind so Erinnerungen aus meiner Kindheit, mit denen müssen Kinder nicht groß werden. Ja. Ich habe eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen. Diese persönliche Erfahrung, die ich habe in meiner Arbeit und von mir, die habe ich euch wiedergespiegelt. Das sind Fakten, was der Herr Schädling gesagt hat, ganz konkret. Das ist, also ich hätte da jetzt richtig meinen Namen drunter schreiben können. Also super. Dass solche Menschen da sind, die sowas erklären können. Dass solche Menschen auch mal nachdenken. Und warum sage ich solche Menschen? Deutsche. Selber sich reflektieren und gucken, hey, wie sieht das überhaupt aus? Solche Sachen, wenn man das jetzt jemandem sagt, der irgendwie beim Stadtrat oder so sitzt, ach, man muss ihm das wirklich belegen. Man muss ihm das belegen. Und ich finde es toll, dass das eigene Sachen, eigene Menschen sind, die ihr eigenes Volk auch reflektieren, weil das ist dann eigentlich meine Arbeit gewesen bis jetzt, oder ist es immer noch in anderen Städten, dass ich immer sagen muss, was da schiefgelaufen ist. Ich habe in Oberhausen, bin ich stellvertretende Vorsitzende beim einem Verein, einem Selbstorganisation von Roma. Und wir haben in der Gedenkhalle zum 2. August haben wir eine Gedenkveranstaltung gemacht. Der Verein ist auch sehr jung, ist 21 gegründet worden. Und da hat man mich gefragt, warum kommen Sie denn nach Oberhausen? In Düsseldorf und in Wuppertal gibt es doch schon welche. Und dann habe ich gesagt, ja, aber in Oberhausen? Ja, brauchen wir nicht. Ach so. Ich bin in diese Gedenkhalle gegangen
Und das sage ich ganz klar, die Gedenkhalle ist ungefähr so groß wie dieser Raum. Und die Roma hatten von diesem ganzen Raum eine Tafel mit einem Bild und so einem Auszug, wo du dann so einen Brief lesen konntest. Ich glaube, das war dieses Reichsgesetz mit den Zigeunern und mit den Landfahrern, den wir vorhin auch gesehen haben. Das war's. Und dann habe ich gefragt, so Leute, natürlich, in den Schulen genauso. Also wenn ich in einer Schule irgendwie ein Referat halte, dann sage ich so, Geschichtsbücher. Ja, die Juden kommen vor mit drei Seiten und die Roma sind mit einem Satz abgegolten. Ja, und dann komme ich mit meinem Referat und sage so, wie sieht es aus? Wie viele, eine halbe Million Menschen haben ihr Leben gegeben? Ja, was wurde mit denen gemacht? Woher stammen diese und diese Begriffe und warum? Ja, weil Kinder, die Zigeuner hier und da, ja. Auch unsere Selbstbezeichnung, auch wir selber wissen nicht, dass uns, dass uns das Wort Zigeuner auferhängt wurde. Warum? Weil viele Überlebende schon gar nicht mehr leben. Viele Überlebende gar nicht drüber gesprochen haben. Und sagen, ach, wenn du dich dagegen wehrst, gibt es Probleme. Ja? Dann bist du lieber der Zigeuner und gut ist, dann hast du deine Ruhe. Wir sind jetzt in der Verpflichtung und in der Verantwortung, unseren Kindern das beizubringen. Und das können wir nur in Kooperation mit Schulen und mit den Sozialarbeitern. So viel von mir. Also wenn ihr noch Fragen habt. Danke dir, Elvira. Und weißt du, im Vergleich, also es ist nicht so, dass du wirklich der Mehrwert oder das, was bei mir angekommen ist, von dem, was du sagst, und du hast das so toll dargestellt, plastisch, authentisch, so automatisch, ist genau das, was Roma ausmacht, was ich von Roma kenne, die immer sagen, Mensch, Roma heißt Mensch, fertig. Und das hast du so toll dargestellt. Die eine ist Kosovare, weil sie das so entscheiden. Letzten Endes aber, was zählt, ist, dass sie Menschen sind. Und das ist eine tolle Tradition, glaube ich, die ihr auch weitergeben könnt und von der wir sehr viel lernen können, damit wir uns nicht als Griechen, Türken, Kurden, sondern wirklich sagen, Mensch, wir sind zuerst Menschen. Und alles andere kommt danach. Wir können nur überlegen, was. Aber das Zentrale ist, und das ist wirklich etwas, was bei eurer Tradition, bei euch, in den ganz verschiedensten Ausrichtungen wirklich immer wieder da ist. Das ist zumindest meine Erfahrung, die ich immer wieder machen durfte. Und deshalb wirklich danke dir für den Beitrag. Ja, Mensch, wir haben nochmal Barbara, glaube ich, es ist wichtig aus der Perspektive, du hast ja auch fast 20 Jahre gelehrt, du warst ja auch fast von Anfang an dabei, diese tollen, authentischen Bilder, wo du eben mit den Schülern und Schülern kooperierst. Das, was Reinhard auch gesagt hat, wir brauchen ja keine Lehrer im Grunde. Also meine Idee, ich weiß, vielleicht erzählst du ein bisschen aus der Erfahrung, ist, Lehrer brauchen wir, aber tatsächlich Lehrer, die keinen Frontalunterricht machen, Lehrer, die nicht irgendwie abwesend sind, sondern Lehrer, die moderieren. Lehrer, die tatsächlich ausgebildet sind, die viele Talente auch haben und auch die Talente erkennen und fördern, im Sinne der Moderation. Also, ja, ich kann es nicht besser sagen. Nein. Also meine schönsten Erlebnisse sind die, als wir unseren Unterricht so geöffnet haben, dass die Schülerinnen und Schüler an ihren eigenen Themen arbeiten konnten. Das waren so tolle Erlebnisse, die brachten wirklich einen völlig neuen Lerngedanken hinzu. Klar war es wichtig, dass die lesen und schreiben und rechnen konnten, aber das direkt in der Anwendung für ihr eigenes Thema, ihr eigenes Lebensthema manchmal auch. Da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das können die schon im ersten Schuljahr. Das ist auch das Tolle. Und ich habe auch die Erfahrung, dass ich in beiden Systemen arbeiten konnte. Bevor ich hier angefangen habe, habe ich in der sogenannten Sonderschule gearbeitet. Und ich muss wirklich sagen, das ist die schlimmste Schulform, die wir uns hier leisten. Die größte ist ja die Sonderschule Lernen und ich möchte wirklich alles dazu beitragen, dass die abgeschafft wird, weil sie wirklich so ein Unrecht verkörpert als Struktur. Und jetzt nochmal zum Unterricht, also ich habe beste Erlebnisse gehabt,
die allerdings immer getrübt wurden durch die Zeit, als der Stempel wieder fällig war, der Duldungsstempel. Das war so schlimm, auch das mitzuerleben. Das merkten wir schon, wie unruhig die Kinder waren, wie unkonzentriert. Manche kamen gar nicht oder die Eltern hatten Angst, wir schicken die jetzt nicht zur Schule, die könnten ja gekidnappt werden, was weiß ich. Das war so eine menschenverachtende Zeit, dass ich gedacht habe, das halte ich gar nicht aus. Und was mich auch betrübt im Nachhinein, als ich eben nochmal die Fotos gesehen habe von den Erwachsenen, so gestandene Männer, die wirklich ansprechbar waren, die ihre Kultur repräsentierten und die wichtig für uns als Eltern waren und wie sie im Laufe der Zeit krank wurden und immer stiller wurden und wirklich schwerst krank. Ich denke besonders an einen Vater, der richtig schwer krank geworden ist. Und das darf eigentlich nicht mehr passieren. Ne? Wir Menschen gehören zusammen und können zusammen leben und lernen. Und das habe ich in meiner Funktion. Da bin ich unendlich dankbar, dass ich da alles gelernt habe. Durch diese meine Arbeit. Das kann ich nur jedem wünschen. Und ich kann es nur immer sagen, ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung. Und gebt den Kindern ihre Themen und lasst sie daran arbeiten, dann werden Lerngruppen so stark und diese Ängste, ja, die können ja nichts, gerade heute ist ja wieder die große aktuelle Diskussion, die werden ja immer schlechter, die können ja gar nichts mehr, unsere armen Viertklässler, ja, die können in dieser Struktur, können die auch nichts bringen. Die Struktur, die Druck ausübt, wo geht mein Weg hin nach Klasse 4, sorgt dafür, dass ein paar irgendwie weiterkommen und der Rest bleibt auf der Strecke, hat einen seelischen Dauerschaden, den er teilweise das Leben lang mit sich rumschleppt. Und das müssen wir einfach verändern. Und deshalb bin ich auch so dankbar, dass diese Schule hier existiert. Und ich wünschte, dass die in die Fläche geht, weil kein anderer Ort ist möglich, als wenn wir wirklich ein Projekt machen, ein Rassismusprojekt oder was es an vielen Projekten gibt. Wir leben das und wir lehren das nicht, wir leben das. Und das, finde ich, ist so eine sinnvolle Aufgabe. Ja, das ist ein Privileg, wenn man so einen Beruf haben konnte wie ich. Vielen, vielen Dank. Du hast zu Münster gesagt, Münster ist so toll. Nein, gar nicht. Gar nicht, tatsächlich. Was du gesagt hast, ist real Satire. Im Grunde ist das unfassbar. Tatsächlich werden immer noch Kinder von Klassen rausgeholt, abgeschoben. Es gibt immer noch diese unfassbare Regelung, Dublin-Regelung, dass man Menschen zurück nach Rumänien, nach Bulgarien, nach Griechenland, nach Spanien, da wo sie zum ersten Mal den Fingerabdruck gemacht haben. Und das ist wirklich, letzte Woche waren zwei Geflüchtete, die Angst haben, abgeschoben zu werden nach Rumänien. Das rührt daher, was Reinhard gesagt hat. Es gibt eine Tradition in diesem Land und das ist leider überall. Die Nazis haben genau die Strukturen gelegt, dass es so schwer ist, tatsächlich eine offene, interkulturelle, inklusive Gesellschaft, Schule, Verwaltung zu organisieren. Es ist immer nur ein Stück der Kämpfe, ein Stück, wo wir ein bisschen weiterkommen und schon gibt es viele, viele Blockaden. Aber genau so ein Topos Schule, Primo-Schule, ist ein Ort, der tatsächlich die Pfeile schlagen kann für die kommende Generation. Tatsächlich hier auch miteinander diese Solidarität praktiziert, so dass man überhaupt keine anderen Gedanken hat und langsam aus dieser kranken Tradition rauskommt. Ich glaube, deshalb, Reinhard, habe ich gesagt, jede verdammte Hauptschule, die es hier noch gibt, müsste eigentlich ad hoc und so schnell wie möglich zu einer Primo-Schule, so wie du sagtest, Barbara, wirklich in der Breite. Dann wären wir einen Schritt weiter, weil was ist die Hauptschule? Das ist doch genau dieses Klassische aus der
aus der Kaiserzeit der dreigliedrigen Schule. Wieso haben wir keine Probleme mit dem Gymnasium? Alle, die dort sind, du hörst gar nichts, die sind alle super zufrieden. Wo sind die Probleme? Da, wo sie abgelagert werden. Insofern ist es wichtig, politisch auch dafür zu kämpfen. Das ist etwas, was ich auf dem Schirm habe. Und ich glaube, wir haben gute Chancen in Münster, dass wir das Primus-Modell nachhaltig und stabil und für immer auch nochmal zu institutionalisieren. Das ist ja auch noch gar nicht der Fall. Insofern, ich glaube, wir haben noch einige Blöcke, die wir alle gemeinsam angehen können. Und Solidarität ist hier sehr gefragt und vor allem auch die Sicht. Es ist gut, man muss auch das Positive sehen, Elvira, wenn du viel natürlich im Umland arbeitest, siehst du natürlich, dass es da noch schlimmer ist, aber nicht desto trotz. Ich glaube, wir können in Münster auch nochmal das, was nicht nur Vision, sondern was ist möglich, damit wir eine solidarische Gesellschaft bekommen können. Und da sollten wir alle zusammen hingehen, glaube ich. Und die Idee hier, die wir, ich weiß nicht, wie lange wir darüber reden, mit der Eröffnung der Schule als Begegnungsort, Mehrsprachigkeit, wo eine Sprache automatisch anerkannt und angesehen wird und nicht nur, alle sprechen nur Englisch. Wie viel geht verloren? Wie viel kulturelles, wie psychosomatisches geht verloren? Insofern, da bin ich dir auch nochmal dankbar für diesen erneuten Versuch. Und ich glaube, es ist die Zeit, dass wir was machen können. Ja. Weil eben die Primo-Schule hier ist und wir müssen das nutzen. Genau. Aber Reinhard. Ja, ich greife das nochmal eben auf. Also 9. Mai. Wir wollen ja jetzt nicht nur hier Trübsal blasen und sagen, es ist schwierig, sondern wir haben ja bewiesen, dass es alles geht. Ich bin sowieso der Meinung, dass wir viel zu oft auch gerade unter Pädagogen immer wieder sagen, das geht alles nicht. Wenn wir solche Vorträge halten, also über die Schule, dann kommt ganz oft, können wir bei uns nicht, geht nicht. Wir haben da was andere Bedingungen oder was weiß ich. Wir haben keine anderen Bedingungen. Wir arbeiten mit ganz normaler Stellenzuweisung wie andere Schulen auch. Mit miesen Raumbedingungen, mit allem Möglichen, was sonst auch wohl so ist. Und wir müssen jede Kleinigkeit erkämpfen. Aber wenn man das im Kopf hat, was man da für Chancen hat, für Stärken sowieso drin hat, ja, also wenn man das weiß, was ich eben sagte, mit dem, also wenn man weiß, dass die Kinder, die Solidarischen, sowieso da sind, wenn man weiß, dass wir ganz schnell mit ein paar Sachen in jeder Schule Klassenrat einrichten können, in jeder Schule, ja, auch wenn ohne Noten, das geht noch nicht überall, das ist selbstverständlich doch nicht. Aber ich kann auch einen verlässlichen Ganztag fordern, das fordern viele auch so wie wir. Nicht einen offenen Ganztag, sondern verlässlichen, durchgehenden. Vormittags wie nachmittags, unter derselben Leitung, im selben Team. Solche Dinge kann ich fordern, ich kann diese natürlichen Methoden oder solidarischen Methoden, kann ich erproben in meiner eigenen Klasse. Es wichtig ist, man muss ein bisschen ungehorsam sein im Schuldienst, um klarzustellen, dass man nicht untertänig ist, sondern dass wir den Ansprüchen des Grundgesetzes genügen müssen und niemandem sonst bin ich verpflichtet. Ich habe meinen Eid geschworen auf das Grundgesetz und darin stehen eindeutige menschenrechtliche Grundlagen. Und dafür habe ich zu kämpfen und alles andere habe ich nicht zu beachten. Das heißt, ich muss kämpfen gegen die andere Pläne verfolgen. Aus wohl überlegten Gründen vertreten andere Leute zum Beispiel Ziele, die Stadt Münster sollte Geld sparen. Ja, ist klar. Ja, dann sagt man Geschichte Landfahrer, sogenannte Landfahrerplätze. Gibt's immer noch, ne? Oder? Ja. Wort alleine, ein unglaubliches Wort, Landfahrerplatz. Wenn wir wissen, wo es herkommt, ist es höchste Zeit, da auch nochmal einzugreifen und zu sagen, es handelt sich hier um Menschen, die irgendwo im Zelten offensichtlich übernachten sollen. Was soll das denn heißen? Wer hat denn daran Interesse?
Also es wird ja immer so dargestellt, ne? Also sehe ich das richtig? Ja. Es wird ja immer so dargestellt, als wenn diese Leute wollen ja nichts anderes als in Zelten schlafen oder so. Also ich glaube, ich spinne. Das kann mir doch keiner, ich habe noch keinen gesehen, der da sagt, ja, ich will kein Haus haben, ich will nur im Zelt sein. Also, ja, also wenn man das, wenn man auf der Flucht ist und irgendwas ist man natürlich froh, wenn man irgendwo eine Gemeinschaft hat, das ist selbstverständlich klar. Aber wenn ich sage, wie wir hier erlebt haben, wo man an uns rankam und hier ein Kind im Stadtteil rumlief und die Mutter wollte das Kind hier anmelden und ich frage dann beim Amt nach, sage, was ist da mit der Familie, ich habe dann, glaube ich, beim Gesundheitsamt angerufen als Schulleiter, was ist mit der Familie, die haben ja gesagt, sie wären noch in keiner Schule. Dann heißt es, ja, die sind auf dem Landfahrerplatz. Das war die Antwort. Landfahrerplatz? Ich sage, was heißt das? Ja, die sollen hier weg. Die sollen hier weg. In Münster. Die sollen hier nicht bleiben. Die werden hier auch weggehen. Wir helfen da nochmal nach. Ja. Ja? Wir waren und, auf dem Landfahrerplatz, ja. So, und dann habe ich gesagt, ach so, also, dass wir die ziehen sowieso weiter, dann brauche ich die jetzt nicht aufnehmen. Ein paar Wochen später kam diese Mutter wieder als verantwortliche Mutter, wie ich sie erlebt habe, und nichts anderes kann ich darüber sagen, ein ganz verantwortlicher Mensch, kommt zu mir und sagt, können wir denn jetzt nicht in die Schule kommen? Warum können wir nicht in die Schule kommen? Ich sage, was ist hier los? Ja, wir haben immer noch keine Schule. Und sie sitzen immer noch da auf diesem sogenannten Landfahrerplatz? Ja. Und dann habe ich gesagt, kann doch nicht sein. Und jetzt kommt das, was der Schulleiter in seiner Funktion machen kann. Denn es ist nämlich nicht so, dass einer immer hilflos ist und man sagt, ja, kann man nichts machen, die Behörden machen das. Da bin ich nämlich als schulgesetzlich bin ich in der Lage zu sagen, dieses Kind ist mein Schüler. Als Schulleiter. Das steht im Schulgesetz. In dem Moment, wo dieses Kind mein Schüler ist, und das habe ich gesagt, ich habe gesagt, sofort Name aufnehmen, fertig. Ich brauche das Kind gar nicht sehen. Erstmal aufnehmen. In dem Moment ist der Staat hier, und zwar die Kommune hier, zuständig. Dann stellte sich heraus, ich weiß gar nicht mehr was, genau, ein Kind mit vielen Behinderungen, ein Kind mit vielen Bedürfnissen, mit vielen, das nicht, noch nicht gelernt hatte, alles vollkommen normal bei der Karriere, die dahinter steckt. Also was soll das? Und dann wurde ich einbestellt bei der Behörde. Ich will jetzt hier keine Namen nennen. Da wurde ich einbestellt. Wie ich dazu käme, mir einzubilden, so einfach ein Kind aufzunehmen. Ja. Und das ist genau, was ich sage. Ich handle nur, habe ich dann zu der Leiterin des Amtes gesagt. Ich habe gesagt, Sie, ich weiß, wofür Sie da sind, Sie haben ein Interesse zu vertreten. Nämlich die Stadt Münster muss Geld sparen. Das ist Ihre Aufgabe, das tun Sie hier gut und Sie wollen jetzt, dass ich dabei helfe. Und ich habe eine andere Aufgabe. Ich habe geschworen aufs Grundgesetz. Und die Aufgabe ist, Kinder müssen in die Schule, haben ein Recht auf Schulbesuch und zwar sofort. Und wenn Sie jetzt mir sagen, dass das Kind schon seit 3 oder 4 Monaten ohne Schule ist, also ich könnte jetzt auch Anzeige erstatten oder was. Ja, also hier ist im Moment dafür zu sorgen, dass dieses Kind hier sofort in die Schule kommt. Ich habe das Kind aufgenommen und ich brauche das nicht erklären. Und dann fing es an, da mussten, ja, was weiß ich, was kosten in die Stadt Münster auf. Die Stadt Münster zukommen, weil wir für das Kind einen Integrationshelfer brauchten und weil wir für das Kind noch einen Raum, der musste auch eine Zeit lang in einem Raum sein, wo mehr Möglichkeiten sind. Du weißt das noch. Also, aber ich will nur sagen, wenn man was machen will, dann kann man die Gesetze nutzen. Die Gesetze sind dazu geschaffen, das Grundgesetz ist dazu geschaffen, die Menschenrechte durchzusetzen. Und das haben wir als beamtete Lehrer, wo wir übrigens nicht nur der Schulleiter, alle beamteten Lehrer haben das zu verfolgen, haben dafür zu sorgen, dass hier gerecht und Gesetz eingehalten werden. Ja? Und nicht eine systematische, organisierte Unterminierung rechtsstaatlicher Strukturen stattfindet, was hier drin steht. Das ist genau der Punkt. Das wollte ich nur noch mal sagen. Das ist eine Unterminierung, die hier stattfindet, die wir bekämpfen müssen. Und das ist einfach unsere Aufgabe.
Also ich sage nicht hier, das ist wohl ein politisch Engagierter. Das ist einfach meine Beamtentätigkeit. Das ist mein, schlicht und einfach meine Beamtentätigkeit. Und das tue ich hier und das ist nichts anderes als mein Dienstauftrag. Und ich bin davon überzeugt. Aber noch dazu. Ja, also. Bedanken, was haben Sie hier angehört? Ja. Aber Tatsache, wenn ich sage, war nur ein Stoff, ein Grundlage, dann muss diese Schule sich weiter verändern, als nicht so direkt in Berufsschule, aber in einem Modell für die viel verschiedenen Berufen vorbereitet und einen Schritt weitergehen kann. Ihr braucht viel Werkstatt. Zum Beispiel, was wir haben mit Ihr Projekt gemacht, damals mit den Kollegen, was die Kinder haben mit den Kabel und mit Batterien, mit den Materialien und so automatisch die Häuser aufgebaut bei ihnen, die könnten von fern alle Licht anmachen kann oder sowas. Oder die haben über den Holz Räder selbst geschnitten, darüber Haus aufgebaut, die könnten Haus selbst fahren können und sowas. Ich glaube, haben wir noch in den Lager und sowas. Das war, ich habe damals gesagt, mein Gott, was ihr Karl bei Schule mit den Pilotschule zusammen angefangen, das ist ein Unglaublich, da muss diese wirklich sich weiter verändern. Weiterentwickeln. Wenn sich wirklich entwickelt, neue Werkstätten aufbauen, dann wäre ein Weltmodell, Landesmodell, außer wenn die kann sich in der Zeit verändern wie alte so Hauptschulen und sowas. Deswegen da muss unbedingt noch in unterschiedlichen Werkstätten Zukunftsperspektiv sich weiterentwickeln. Super, Mulle. Danke. Danke. Also ich glaube, das war waren zwei sehr gute Schlussworte. Erstmal vielen Dank nochmal an alle. Vielen Dank an das ganze Team der Primo-Schule. Natürlich, Reinhard alleine hätte natürlich nichts schaffen können. Das ist bei allen Sachen so. Es ist wichtig. Ich glaube, hier ist ein tolles Team. Die letzten 20 Jahre gewachsen. Ich bin froh, dass Christian Möwes einfach so weitermacht, als ob nichts. Ich habe echt am Anfang gedacht, als ich zu dir kam und sagte, du, ich arbeite so und so viel her mit Reinhard, wir machen das weiter so. Und du sagtest nur, wir machen das und noch viel mehr. Das war, ohne dass wir uns, kannten uns nur peripher. Und das ist genau der Gedanke, was zu machen für die Migrantenorganisation, für die Kinder mit und ohne Inklusion. Und das ist genau das, was du nochmal auf den Grund gesetzt. Das ist es. Und Verwaltung ist da immer auf der anderen Seite. Verwaltung ist immer gegenüber. Und damit müssen wir auch, glaube ich, arbeiten, aber das können wir auch. Erstmal vielen, vielen Dank und das ist nur, ich glaube, die erste Etappe auf diesem Weg dahin. Danke nochmal an alle. Ich arbeite seit 10 Jahren mit Roma hier in Deutschland. Ich habe erstmal 2 Jahre gearbeitet als Übersetzer über Gegua Flüchtlingshilfe und im einen Sprachkurs als Kinderbetreuerin. Ich habe selber erlebt und mein Herz jetzt klopft mit der Abschiebung mit meinen Kindern. Also mein Kind hat 4 Jahre hier die Schule besucht, die 2 im Kindergarten waren. Ich musste selber nach dem Krieg Deutschland nach dem Krieg verlassen, wo meine Kinder konnten nur Serbisch und Deutsch und Romani. Die konnten gar nicht Serbisch schreiben. Ich musste meine Kinder selber beibringen, alles Serbisch zu lernen, die Abeceden, Kyrillica und Lateinisch. Ich sehe das schon, weil das ist ein Erleben. Ich habe selber serbische Schule besucht, wo ich habe ganz viel über Roma erlebt, ganz vieles Rassismus. Ja, wir Roma als ich, wir waren nur im Einloch und von diesem Loch war ich nie raus und auch anderen Roma. Und die ganz viele fragen, warum sind Roma nicht gebildet, warum haben sie nicht Weiterbildung gemacht? Aber keiner hat gesagt, guck
wir Roma raus und machen wir was mit der Roma, wie jetzt gerade. Hätte ich in meiner Zeit so ein Mensch, vielleicht ich werde jetzt eine Lehrerin oder eine Sonderpädagogin. Gearbeitet. Ja, 7 Jahre. Und zwar super gut. Als pädagogische also Mitarbeiterin 7 Jahre gearbeitet. Aber ohne gebildete Lehrerin. Also ich habe die Erfahrung, ich liebe Kinder und ich habe selber mit meinen Kindern richtig hier richtig viel gemacht, damit meine Kinder gebildet werden. Und da habe ich gedacht jetzt und gesagt, jetzt bin ich auch gebildet. Weil meine Kinder haben die was hier geschafft. Aber nach so vielen Kämpfen. Ich war zurück in Serbien, ich habe hier gewohnt 7 Jahre. Und dann zurück in Serbien 6 Jahre. Und meine Tochter hat eine medizinische Schule da besucht, in Belgrad, Zvezdara. Das war eine gute Schule. Und ich kam wieder. Ich habe gewohnt 7 Monate Trottmunder Straße. Ich habe was auch erlebt, aber zum Glück war auch gut und ich habe da erlebt, ganz viele, die haben auch nicht gearbeitet. Ich bin aus Serbien gekommen, wir konnten auch ein bisschen die Sprache nicht so gut, aber wir konnten uns mit anderen auch verstehen. Aber, aber man soll auch etwas ehrlich auch sein. Natürlich bei den Minderheiten, besonders bei den Roma, Roma nur nicht in Deutschland, weltweit. Ja. Die haben gleiche Probleme gehabt. Ich komme von den kurdischen Stämmen. Ich weiß, was ist in der Türkei, was ist in Syrien, in Irak, in Iran, in Armenistan, in Georgien und in Ukraine und mit den Kurden, die umgehen und Armenistan und sowas. Deswegen, ich weiß, dass es was wir haben, Ähnlichkeit. Aber Tatsache hier in Münster, in Deutschland, mit Roma und den anderen kleinen Minderheiten, die haben viel auch wie von einem anderen gelernt und gegenseitig geholfen. Zum Beispiel selbst über den Kaktus, wenn wir reden über den Roma, ich kann so 20 Familien sagen, hier, die haben über uns ihre Kinder mindestens einen Beruf gemacht. Wir haben die Sprache gemacht, was die haben. Mindestens, die haben 20, 30 haben gelernt, die könnten ihr Brotgeld bei den Flohmarkt verdienen und sowas. Die haben ganz so viel, aber nur nicht durch den Migranten unter den Migranten, die Minderheiten unter Minderheiten. Diese Landsmitbürger, Einheimischen, die haben auch viel mitgeholfen. Das ist egal in der Realschule, ist egal in den anderen Realschulen oder ich kann hier in Münster sein, mindestens 15 junge Mädchen, die arbeiten als Ersthilferin und sowas oder als Pflegerin und sowas. Aber gibt es immer noch die Schwierigkeiten mit dem Roma, die Ausbildung Platz zu finden? Natürlich, ich sage immer noch. Das ist von dem, ich würde da auch bestätigen. Und meine Tochter hat einem Roma-Mädchen geholfen. Meine Tochter ist jetzt zahnmedizinische Fachangestellte. Sie arbeitet schon 4 Jahre in einer Praxis. Sie hat die Ausbildung geschafft in Wien. Sie hat auch hier die Schule nicht besucht, sondern Kindergarten hier besucht 4 Jahre, dann in Serbien sofort in Schule. Also da kam Serbisch, Romanisch, Deutsch und wieder jetzt Deutsch und wieder Englisch und wieder jetzt Romanisch und Serbisch. Sie hat jetzt 4 Sprachen. Und die kleine Romarin, sie konnte gar keinen Ausbildungsplatz finden und sie bittet und sagt, Mama, ich muss dir helfen. Wenn du kannst, mach das doch da. Und sie jetzt macht Ausbildung bei sie in Praxis. Aber die also Schicksal von Minderheiten. Schicksal immer von noch die Schwierigkeiten, wie ich habe die Namen nicht. Immer noch sind die Schwierigkeiten mit Roma hier. Also ich arbeite über Molingula-Projekt als Vorleserin 9 Jahre. Ich bin jeden Tag mit dem Roma-Kinder in Kontakt. Sogar auch Hauptschule Kurde, 5. und 6. Klässler. Hier als pädagogische Mitarbeiterin 7 Jahre, auch ganz viel mit Roma-Kindern.
auch Oberherstellerin bin ich angestellt in Mullingula, das muss ich auch sagen. Und da sind so viele Schwierigkeiten. Ich glaube, die Roma-Kinder sind talentiert. Die sind geboren mit zwei Sprachen. Egal ob in Serbien, Serbisch-Romane. Egal ob in Deutschland, Deutsch-Romane. Und kommt noch Englisch, kommt noch andere Sprache. Ja, aber die brauchen noch Hilfe. Ja. Und die können das und die sind talentiert. Die können so ganz viel schaffen, aber die brauchen Unterstützung. Also ich kenne selber von meiner Tochter, ich muss noch weiter sagen, und meine Tochter hat ein Jahr in Serbien medizinische Schule besucht und ich kam hier und ich sage, gibt es einen Platz, Herr Daum, der war im AWO-Zentrum angestellt, sie kann nicht in die Hauptschule gehen. Ja, schade, sie muss zur Hauptschule gehen. Wie kann das sagen? Sie hat die Hauptschule fertig in Serbien und sie hat ein Jahr medizinische Schule besucht. Sie kann außerdem eine Frank- oder Realschule besucht. Nein, sie muss zur Hauptschule. Und meine Tochter hat richtig gekämpft, zusammen mit sie. Ich habe auch gekämpft. Realschule, Anne-Frank-Schule mit Quali und dann pharmazeutische Schule. Privat. Aber sie hat 8 Schule. Und ich bin stolz auf meine Tochter. Sie ist jetzt so eine. Sie kennt den Almut, sie kennt ein bisschen Reich, sie kennt das, dies, alles. Aber darum, ich habe gesagt, ich würde mich für die Roma-Kinder auch irgendwo stellen. Ich bin nicht gebildet, das muss ich sagen. Ich habe meinen Realabschluss fertig, aber ich habe diese Erfahrung, ich habe dieses alles und ich will wie meine, mit meinen Kindern, ich habe das irgendwie durchgemacht, damit die gebildet werden und dann die sagen, ach, du bist Roma und du bist gebildet, ach, du bist Pharmazeutin. Oh, das kann nicht sein, ein Oma, ne? Okay. Ein Wunder, aber die können das. Und darum, ich wollte mich weiter kämpfen für die Roma. Oder die Tochter. Die Tochter kann auch mitmachen. Oder beide. Hier. Oder noch andere. Darum bin ich auch hier. Ich wollte weiter kämpfen von die Roma. Dann mehrere Zettel mitnehmen. Mehrere Zettel mitnehmen. Wir brauchen lauter, also eine bessere Lehrer. Eine bessere Lehrerin. Für, also so ungebildet das Wort gilt. Ja, kannst du ausflippen. Das flippen wir aus, wenn wir das hören. Also eine bessere Lehrerin für unsere Sprachschule gibt es nicht. In dem Zusammenhang möchte ich noch mal was sagen. Wir müssen auch auf die Wissenschaft achten, auf die Wissenschaftler. Also da kursiert auch im Augenblick zum Beispiel, es gibt Forschung, jetzt nehmen wir uns mal die sozialen Brennpunkte vor und gucken mal, wie dort gelernt wird. Und dann gibt es manche Schulen im Ruhrgebiet, die vielleicht ganz gut abschneiden, dann heißt das von den Wissenschaftlern erwartungswidrig gute Schule. Erwartungswidrig gute Schule. Gegen das, was man sonst denkt, überraschenderweise trotzdem. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Professor Ritter, wie hieß er? Ritter und Reiter, Willinger. Ritter, keine Ahnung, Nazi. Das heißt, hier leben junge Menschen, die können alle lernen. Und hier können alle zusammen vom Nobelpreisträger bis zu einem, der ein Leben lang auf Hilfe angewiesen ist, alle zusammen weiterkommen, wenn man die Strukturen ändert. Ich sage mal ein praktisches Beispiel, damit man das versteht. Als die Schule gegründet werden sollte, er hat nicht genug Schüler gehabt. Wir haben sofort bei Kaktus eine Sendung gemacht. Wenn man heute noch Primo-Schule Münster googelt, kommt dieses Interview noch raus. Heute noch. So, was ist passiert? Ich habe tatsächlich viele griechische, migrantische Eltern. Ich nenne jetzt ein Beispiel mit Namen, weil ich weiß, dass sie mir vertrauen. Der Besitzer von Kostgericht. Seine Kinder hatten eine Schulempfehlung für die Sonderschule in Hilden. Und ich habe gesagt, Quatsch, weißt du was? Meine Kinder haben die Primo-Schule. Er kannte das nicht, er hat mir vertraut. Tatsächlich, beide Jungs, die in der Sonderschule in Hiltrup gelandet wären, stehen der eine kurz vor dem Abitur und der andere kurz vor einer tollen Ausbildung. Und jetzt bin ich selbstkritisch und ehrlich, ich hätte das selber nicht gedacht. Weil ich kannte die Familie, ich kannte, weil es ging immer um Arbeit, 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 selbstständig, von Montag bis Sonntag. Die Eltern hatten keine Zeit für die Kinder. Und dementsprechend
Als sie dann bei euch waren, in der Primo-Schule, habe ich wirklich die Entwicklung langsam, das war nicht schnell, es hat gedauert, aber es war klar. Es ist wie mit dem Frühling, der wird kommen, egal was passiert. Genauso, deshalb ein ganz praktisches Beispiel, was die Primo-Schule wirklich leistet. Insofern nochmal vielen, vielen Dank. Wir warten auf deine Einladung nochmal. 9. Mai. 9. Mai, genau. 9. Mai. Die Zettel mitnehmen, genau, und weitergeben. Ja, und wir würden gerne noch uns bedanken bei Elvira. 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 Er fliegt in eine Schule, in die Schule gehst du. Ein Mann schlüpft auf und ab. Er hüpft in eine Schule, in die Schule gehst du. Sonnenblumen stehen auf einem Bär. Juhu! Quietscht die Nähe wie ein Delfinenmeer. Schubidua. Gänseblumen, Ringelblumen mag ich sehr. Gibt's in unserer Schule, in die Schule gehst du. Igel krabbeln auf der Wiese hin und her. Dir gibt's in unserer Schule, in die Schule gehst du. Und drück den Fuchs auf der Schuh mal sehr. Seine Freunde, die Löwenzähne, kommen her. Schubidua. Das macht Spaß mit euch!